So, während die Musik spielt, gehe ich auch noch kurz austreten und melde mich gleich zurück. Alles klar, bis gleich. Ja, ich gehe mir was zu essen holen. Jetzt gehen wir alle nochmal aufs Klo und dann geht's los. Alles klar. Herzlich willkommen zum Evil Ed Podcast. Wir haben die Ausgabe 2 erreicht und unser heutiges Thema nennt sich Das Duell, womit mein Co-Kommentator Christian nicht so einverstanden ist. Aber erstmal zu uns. Also ich bin der Dia aus Düsseldorf und mein Co-Kommentator ist der Christian aus Salzburg. Hallo. Und heute haben wir was ganz Besonderes, denn heute haben wir zum allerersten Mal einen Gast bei uns und das ist der Christian aus Lübeck. Christian Jürs, hallo. Hallo Christian. Christian, dann erzähl doch mal, wo kommst du her? Warum sollte man dich kennen? Ja, ich komme aus Lübeck. Warum sollte man mich kennen? Ich bin häufiger Gast bei Pantoffel TV und drehe seit roundabout 20 Jahren Kurzfilme, die teilweise auf YouTube sind und jetzt auch auf DVD gepresst wurden. Das ist schon mal eine schöne Sache, aber du bist jetzt nicht so ein professioneller Filmemacher. Nein, 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 ich bin eher so ein Wochenendregisseur. Also, ne, so in der Freizeit mit Freunden, einzelne Kurzfilme aus dem Boden stammten, mit wenig Aufwand. Also noch kein Oscar. Ich warte noch. Ja, was steht uns in der heutigen Episode bevor? Ich habe dir ja wunderbar Das Duell genannt und Christian war da ja nicht so ganz mit einverstanden, wie ich weiß. Das Duell klingt danach, als würden wir uns jetzt hier irgendwie bekriegen mit unseren Werken gegenseitig. Dann steige ich lieber jetzt schon aus. Also trotzdem traut sich Christian hier in unsere muntere Runde. Das finde ich natürlich sehr schön. Sehr mutig. Der Gedanke für mich ist einfach, dass Filme machen in dem Sinne kein Wettbewerb ist. Also haben wir jetzt hier kein Duell, wo dann einer als Sieger in irgendeiner Form hervorgeht. Wir werden einfach gegenseitig über unsere Werke reden und das ein bisschen auch in dem festmachen, was generell so passiert in Deutschland und Österreich. Genau. Gerade in der Independent-Szene ist ja doch in den letzten 30 Jahren einiges passiert. Und da wir ja aus verschiedenen Zeitebenen stammen, sage ich jetzt mal. Alle nicht so weit entfernt. Ne? Wir decken aber die letzten 30 Jahre Filme machen recht gut ab. Ne? Wird das vielleicht ganz interessant, dass wir dann uns über den fantastischen Film im deutschsprachigen Raum gleich dann mit auseinandersetzen können in irgendeiner Form. Da hätte man dann vielleicht irgendwie noch so einen Altmeister reinholen sollen und jemanden, der so 20 jetzt ist und dann mal so ein komplettes Spektrum. Du, die Altmeister haben das große Problem, die sind damals alle in Amerika gehauen. Und auch die, die ein bisschen älter sind als wir, wenn ich so an Emmerich und Petersen denke, die sind auch drüben, ne? Die sind nicht mehr hier. Petersen ist wieder zurückgekommen. Ne? Das stimmt, der will hier wieder was drehen. Fast in Hollywood wohl nicht mehr so sehr Fuß. Aber das lohnt sich doch gar nicht. Nastassja Kinski nackt will doch jetzt keiner mehr sehen. Ja, ich hatte einen ganz interessanten Artikel gelesen, wo er drüber redet, weil Poseidon war, glaube ich, der letzte, den er in Amerika gemacht hat. Und oh mein Gott, oh, der war furchtbar. Der liegt ja jetzt auch schon 10 Jahre zurück und er redet halt dann schon drüber, dass da halt schon immer diverse Projekte irgendwie so im Gespräch waren, aber irgendwie er selber hat sich damit auch nie so recht wohlgefühlt und er fand auch Poseidon dann eigentlich selber gar nicht mehr so toll offenbar. Und komisch, damals in den Interviews fand er den toll. Naja gut, man ist halt verpflichtet, dass man das, was man gerade an den Mann bringen will, irgendwie cool findet. So. Ich fand das Remake von Poseidon ja gar nicht so schlimm. Ich mein, nee, echt nicht? Ich komme jetzt nicht zu dir und sag, großartiger Film, unbedingt gucken, jeder, auf jeden Fall, kommt alle zu mir und wir feiern. Sehe ich ähnlich, also man konnte den gucken. Ne? Aber er wurde auch kontinuierlich schlechter, Petersen, also mit seinen Filmen. Ja, absolut. Fand ich ja. Also er ist ja wirklich von Film zu Film schlechter geworden. Er wurde immer mehr Produzenten beeinflusst, sagen wir es mal so. Da kommen wir gleich übrigens auch nochmal zu, da gibt's auch noch. Ich finde, er wurde einfach immer banaler irgendwie. Ja. Also die Filme, die er gemacht hat, sind dann, finde ich, schon irgendwie, das ist ja handwerklich alles sehr gut und das sind auch alles sehr anschaubare Filme und so, aber letzten Endes fehlt dann immer irgendwo so ein bisschen der Grund, warum dieser Film jetzt gemacht wurde für mich. Also In the Line of Fire war der letzte, der mich irgendwie noch beeindruckt hat. Ja, der war sehr gut. Ja, stimmt, der hatte noch ein bisschen Sinn, ne? Aber ich glaube, da hat Eastwood auch viel den Karren rumgerissen.
Ist ja auch relativ schwierig, dann an Eastwood vorbeizuarbeiten, ne? Ja, klar. Wenn man den dann macht. Außerdem darf er am Anfang ja auch gleich noch Jigsaw verhaften in dem Film. Oh, die Verbindung habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Stimmt, das war auch schon lange her. Ich überlege gerade, das war eins der letzten Male, wo in Eastwood unter der Regie von jemand anderem gespielt hat. Ne? Das war, ja, bis auf Back in the Game, also hier Trouble with the Curve. Ja, genau. Wirklich der letzte Film. Ja? Genau. Und einen Cameo-Auftritt in Casper hatte er ja noch. Casper? Casper. The Lonely Ghost? Naja, der aus den 90ern. Oh. Der mit Bill Pullman. Und da spielt der mit? Genau. Da spielt er mit. Und da taucht im Spiegel, Spiegelbild von Bill Pullman erst irgendwie Mel Gibson auf, dann Rodney Dangerfield und auch Clint Eastwood. Uiuiui, okay. Den hab ich so verdrängt, den Film. Ich weiß, dass ich den damals in der Pressevorführung gesehen habe und verrissen habe, aber der ist so weit weg. Und jetzt kannst du es revidieren. Ja. Jetzt kannst du sagen, also mit dieser neuen Information. Mit dieser Besetzung. Kannst du das ist ein komplett neu revaluieren. Der Film mit der absoluten Starbesetzung. Ja. Okay, Leute, wir müssen irgendwann mal langsam zu unseren Themen kommen. Sonst reden wir jetzt 2 Stunden lang, weil die Hörer und kommen zu nix. Starten wir doch direkt mal mit den News. Ich spiele jetzt ein bisschen Musik ein und dann gehen wir mal in den Newsbereich. Ja, herzlich willkommen im News-Bereich und diesmal haben wir sogar relativ aktuelle News. Ich fange am besten mal an mit dem Exorcist 3 Director's Cut. Habt ihr da was von gehört? Dass er kommen soll, ja. Inwieweit seid ihr denn mit der Geschichte von Exorcist 3 verbunden, informiert oder was sagt euch der Film? Ich finde Exorcist 3 einen grandiosen Film. Ich habe den immer sehr geliebt. William Peter Blatty, der Autor des originalen Exorzisten, hatte sein Buch Legion selber verfilmen dürfen. Also er hat auch selber Regie geführt. Und es ist dem Produzenten ja dann irgendwann mal aufgefallen, dass da kein Exorzismus drin vorkommt. Aber mit William Peter Blatty will man das natürlich als Exorzist vermarkten. Und dann gab es halt also ja sehr viel Rumgeschnipple und es gab Nachdrehs mit tatsächlichem Exorzismus und so weiter. Deswegen ist das der fertige Film dann gerade zum Schluss so ein bisschen so eine Frankenstein-Melange, wo dann plötzlich halt Handlungssegmente auftauchen, die nicht so recht zusammenpassen wollen und so. Trotz dieser, sag ich mal, sehr holprigen Machart, vor allen Dingen hinten, ist es ein extrem lohnenswerter Film. Es ist sehr dicht, sehr stimmungsvoll. George C. Scott spielt die Hauptrolle. Spielt zum Niederknien, um es mal wieder zu sagen. Fantastisch. Und als Kammerspiel funktioniert er auch ganz groß, weil sehr viel vom Film spielt tatsächlich in einer kleinen Gummizelle in einer Nervenheilanstalt. Brad Dourif spielt einen Serienmörder, der dann Verbindung hat zu dem tatsächlich den ersten Film. Das wird dann halt so reingewoben. Aber es ist dann wirklich so eine Konfrontation zwischen 2 Leuten auf sehr engem Raum, in einer Zelle sozusagen. Das haben wir ja heute nochmal. Ja. jetzt weißt du, warum es mir so gefällt. Also ich habe den Exorzisten, also den dritten, damals gesehen, als er neu war. Das ist jetzt schon 1000 Jahre her und ich war, glaube ich, was war ich, 15. Ich habe ihn nicht in guter Erinnerung behalten. Echt? Ich hatte auch gerade damals wirklich den ersten gerade frisch gesehen. Mm, okay. Und war beim ersten wirklich beeindruckt. Dann habe ich mir den zweiten geholt. Ja, ein unfassbarer Trashfilm. Und den dritten fand ich damals, mit 15 zumindest, ziemlich öde, weil einfach zu wenig... Ja, es war mit damals zu wenig Horror. Das wäre heute bestimmt anders, irgendwie 26 Jahre später. Hast du ihn nicht mehr gesehen seitdem? Ich habe ihn tatsächlich, weil ich ihn damals langweilig fand, nicht mehr gesehen. Also ich bin über den ersten dann nie wieder hinausgekommen. Also ich habe den zweiten nochmal angeguckt. Ja, das habe ich auch mal getan. So viel Drogen kann man gar nicht einwerfen. Nee. Wie die das damals am Set schon mal gemacht haben. Ja gut, es ist ein Bormann-Film, ne? Naja, das merkt man. Ich mag den zweiten ja durchaus. Ja, aber als Trashfilm. Na, ich finde ihn durchaus interessant. Ich finde ihn jetzt nicht gelungen. Das behaupte ich nicht. Aber die Ideen da drin finde ich spannend. Und wie die ja auch sagt, visuell ist der Film unglaublich. Ja, ja. Und so. Ja, also, Atmosphäre. Ich kann die Ambition des Films
durchaus zu schätzen wissen. Aber es reißt ihn natürlich immer wieder runter. Also allein der besoffene Richard Burton, der da immer transpirierend durchstolpert. Aber gut, reden wir eigentlich über Exorzist 3 hier. Ja, ich würde sagen, ja, kommen wir mal langsam zurück. Also ich meine, wie der Christian ja schon gesagt hat, also der Film hatte eine ziemlich schwierige Produktionsphase. Also ich fand also auch eine Stelle sehr witzig, die ich jetzt vor kurzem nochmal drüber gelesen habe. Weil der Film sollte ja am Anfang auch Legion heißen, wie das Buch. Und dann ist Morgan Creek ja auf die tolle Idee gekommen, daraus einen Exorzisten-Film zu machen und hat gesagt, okay, jetzt setzen wir aber den Titel Exorzist davor. Woraufhin Blatty gesagt hat, okay, wir haben eine grundsätzliche Verbindung durch die Hauptcharaktere mit dem Exorzist von damals, also setzen wir Exorzist Doppelpunkt Legion dahin. Und dann kam Morgan Creek auf die Idee und hat gesagt, ja Moment, der Film heißt ja Exorzist und wir haben gar keinen Exorzismus. Jetzt müsste auch schnell Exorzismus rein. Also so in der Reihenfolge ist der Film immer mehr in Richtung Unsinn gegangen. Ja, jetzt sind also auf alle Fälle tatsächlich in den Archiven von Morgan Creek die verlorenen Szenen aufgetaucht, die angeblich verlorenen Szenen, und werden jetzt restauriert und es soll tatsächlich zum Herbst hin eine Blu-ray erscheinen mit einem echten Director's Cut. Da kann man nur hoffen, dass der William Peter Blatty, der ist nämlich mittlerweile auch schon 88 Jahre, so lange noch fit genug bleibt, um es zusammenzustellen. Also ich finde das faszinierend, dass das wiedergefunden wurde. Ich habe das über die Jahre auch natürlich immer ein bisschen mitverfolgt und dann manchmal hieß es, ja, die suchen danach. Blatty selber ist ja dann in die Archive von Warner Brothers herabgetaucht, weil er diesen Director's Cut zusammenstellen wollte. Und es hieß dann aber, nein, das ist alles vernichtet worden. Ja, es taucht ja jetzt immer wieder mal irgendwie ein Film im Director's Cut auch aus älterer Zeit. Jetzt ist ja gerade Studio 54 auch erschienen. Kabal ist ja immer so ein Thema gewesen. Ja, da hat sich aber durch den Director's Cut nichts verbessert, glaube ich. Nee, das muss es ja nicht zwingen, ne? Also manche Director's Cuts sind ja auch schlechter. Ja, eben. So. Nein, aber es ist sehr interessant, ne, dass, wie gesagt, diese Footage angeblich verloren war und jetzt beim Morgan Creek, also bei der Produktionsfirma, nicht direkt bei Warner, beim Distributor aufgetaucht ist. Also die muss ja die ganze Zeit da auch irgendwo katalogisiert rumgelegen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die einfach irgendwelche Filmrollen da stapeln und nicht wissen, was da drin ist. Naja, teilweise schon. Du darfst nicht vergessen, dass damals ja es gab keinen Markt für Material, das nicht verwendet wurde. Das Zeug wurde halt einfach weggehauen meistens. Es gab ja keine DVDs, auf denen du dann die Deleted Scenes veröffentlicht hast oder... Also das Konzept des Director's Cuts gab es damals so auch noch nicht. Da gab es sehr wenig Filme, so wie von Spielberg, Unheimliche Begegnung der dritten Art, wo überhaupt dann der Regisseur nochmal hingegangen ist und nochmal was mitgemacht hat. Das war extrem selten. Von daher, die haben einfach keinen Grund gesehen, warum sie das irgendwie in ihrem Lager aufbewahren sollen. Das ist bei der ganzen Menge ja auch ein Riesenplatzproblem. Das ist ziemlich schade auch vor allen Dingen, weil ja auch viele Filme heute ja immer unrated kommen und das ist ja damals, sind ja alle nur in ihrem zensierten R-Rating gewesen. Ja, leider. Was da teilweise an Material verloren gegangen ist Wahnsinn. Naja, Orson Welles, The Magnificent Ambersons, alles verschollen ist, was das Studio rausgenommen hat. Und man kann nur weinen, ja, was da an Filmkunst verloren gegangen ist. Also mal zusammenfassend gesagt, wir freuen uns, glaube ich, alle auf den Director's Cut. Aber hallo. Ja, ich werde ihn mir angucken. Und Christian Nord werde ich jetzt dazu verdonnern, sich den Film anzugucken. Ich warte auf den Director's Cut. Na, du schaust jetzt den normalen, weil der ist nämlich auch schon sehr gut. Ja, okay. Und darfst dann sehr gerne einen Gastbeitrag für die Evil-Ed-Seite darüber verpassen. Das ist echt wunderbar gesagt. Ich werde mal schauen, ja. So, wer hat denn sonst noch News auf Lager? Also ich habe die total bizarren News. Ich bin gestern oder vorgestern drüber gestolpert. Kindergarten Cop 2. Hervorragend. Nicht mit Arnold, sondern mit Dolph Lundgren und auch sonst mit, glaube ich, niemandem, der im Originalfilm drin war. Es ist aber tatsächlich der offizielle Titel Kindergarten Cop 2. Ich habe nicht rausgefunden, inwiefern das eine Fortsetzung sein soll. Und also mal abgesehen davon, dass das ja nun nicht der Film ist, der auf der Liste dieser Dinger steht, wo du denkst, Mensch, das muss jetzt ja endlich einmal weitergehen. Ja? Wie hat sich das entwickelt seit 1990? Der Trailer, wenn man ihn sich anschaut, wirbt dann ja auch noch mit der herzallerliebsten Zeile All New Movie. Ein ganz neuer Film. Ja, also. Ja, das ist keine Fortsetzung. Im,
im Gegensatz zu total vielen anderen Filmen, die rauskommen, die überhaupt nicht ganz neuer Film sind, ist das hier ein All-New-Movie. Also ich bin entzückt und harre der Dinge, die da Ja, aber kommen. warum haben die die zwei dahinter gehangen? Das ist ja eine sehr mutige Entscheidung, zu sagen zwei. Das ist so ein Ja. Direct-to-Video-Remake halt. Ich habe den Trailer tatsächlich gesehen und das sieht auch, ja, wie ein billiges Remake vom Original aus. Vor allen Dingen gab es ja beim ersten Teil einen Grund, diesen Film zu machen, denn Arnold Schwarzenegger war ja damals nur wirklich Action-Hero Nummer 1 und hat da Comedy gemacht. Das war ein Grund. Das hat Leute ins Kino gezogen. Dolph Lundgren hingegen ist also noch nicht mal ein richtiger Ex-Action-Star. Der war also immer nur zweite Hauptrolle in den meisten Filmen und war auch nie ein richtiger Star. Also es gibt gar keinen Grund, warum das jetzt was Besonderes ist, dass er eine Comedy Ich macht. glaube, dass es bei solchen Titeln denen echt nur darum geht, dass sie, oh, ne? Der Ja, zweite Teil mit Lundgren, wie das nachher ankommt, ist denen, glaube ich, ja. ziemlich wurscht. Hauptsache sie verkaufen Also sich. ich mag Dolph Lundgren ja auch eigentlich sehr gern. Also ich meine, natürlich abgesehen davon, dass mein Gott, man ihn halt aus so ein paar 80er-Klassikern irgendwie kennt und dadurch lieb gewonnen hat, ne? Wie natürlich Rocky IV. Prinzipiell, der Typ ist mir eigentlich voll sympathisch und der ist ja auch ziemlich klug. Was Biologie oder irgendwas studiert. Er hat eigentlich auf dem Kasten und hat auch Regie geführt bei einigen Filmen und so. Ja, der muss sich jetzt im Alter natürlich auch umgucken, ne? Der kriegt das nicht mehr so hin wie damals, hat ja wohl auch Knieprobleme extrem und muss jetzt ja auch sehen, wie er vom Action wegkommt. Er spielt im neuen Coen-Brüder-Film auch kurz mit. Echt? Den Ja. habe ich immer noch nicht gesehen. Ich auch noch nicht, aber ich weiß, dass er als U-Boot-Kapitän auftaucht. Als was sonst? Schön wäre es natürlich, wenn er in Kindergarten Cop 2 dann irgendwann auch sagt, wenn er tot ist, ist er tot. Aber ich bezweifle es irgendwie. Als nächstes hatte ich ja Canon Film Reboot angedacht. Also da lief er ja jetzt in den letzten 2 Wochen lief ja die Pressemeldung durch die Netzwerke, dass Canon Films wieder zurück ist. Wir erinnern uns gerne an Canon Films, die so prima Sachen produziert haben wie Superman 4, King Kong Lives. American Ninja 1 bis 5, bitteschön. Ja, Beziehungsweise genau. American Fighter auf Deutsch. Ja, das fand ich auch immer sehr schön, dass American Ninja auf Deutsch American Fighter hieß und American Fighter hieß auf Deutsch American Ninja. Das stellt doch alles klar. Immerhin konsequent Ja. ausgetauscht. Es gab ja auch vor kurzem die tolle Dokumentation über Canon Films, die war übrigens auch sehr gut zu gucken, Electric Boogaloo. ne? Ja, absolut. Sollte also jeder sich auf alle Fälle angucken, der diesen Podcast hört. Also ist definitiv was für uns. Allein die Besetzung von Quartermain, also von der weiblichen Hauptrolle in Quartermain, war ein Brüller, oder? Ja, gibt's kurz wieder. Also es ist wirklich für. Sie wollten irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wen sie haben wollten. Die Darstellerin verwechselt. Sie haben ja Sharon Stone im Endeffekt bekommen. Und die kannte ja zu der Zeit keiner. Und die war wohl auch ganz furchtbar am Set. Also alle haben sie gehasst. Und dann hat der Regisseur irgendwie die Aufnahmen vom Film Golan und Globus gezeigt und die haben wohl aufgeschrien, wer ist die Schlampe? Weil die jemand völlig anderen erwartet hatten. Aber ich weiß gar nicht mehr, wen die haben wollten. Irgendeinen anderen weiblichen Star damals. Ja, aber Sharon Stone war damals ja auch in Police Academy 4, ja. Also Ja, da. die war auf dem besten Wege zum Star. Tatsächlich, obwohl man es nicht wusste, ne? Vielleicht sollte man zu Canon noch dazu sagen, eben, das waren zwei Geschäftsleute aus Israel, die das gemacht haben, nämlich, also du hast schon genannt, Golan Globus, Menachem Golan und Yoram Globus, die bekannt wurden tatsächlich mit der Eis am Stiel-Reihe und die dann nach Amerika gegangen sind und die haben auch Canon-Film gar nicht gegründet, sondern die haben das irgendwie aufgekauft, so eine ganz billige Produktionsklitsche. Und haben dann halt angefangen, ja, Futter für den Videomarkt rauszuhauen. Und das hauptsächlich Actionware, zwischen die sich dann hin und wieder mal so ein Arthouse-Film verirrt hat. Wir haben so einen Jean-Luc Godard, King Lear produziert. Ja. Es gibt auch so einen Ballettfilm von denen mit Baryshnikov. Da habe ich jetzt den Titel gerade nicht parat, aber ist ganz faszinierend und Menachem Golan hat dann irgendwann auch mal gesagt, also als amerikanischer Produzent, wenn du einen Film für 3 Millionen Dollar machst und der hat einen Anfang, einen Mittelteil und einen Schluss, dann bist du ein Trottel, wenn du Geld verlierst. Sie haben sich dann aber irgendwann übernommen, die Dinger wurden dann teurer. Da gab es zum Beispiel Over the Top mit Sylvester Der Stallone. war wirklich over the top. Den hat Den habe Golan ich ja im sogar Kino gesehen. inszeniert. Und es wurden dann irgendwann zu viel und zu teuer und sowas. Und so haben die sich dann halt leider in den Konkurs Was gewirtschaftet. interessant war, war denn Ihre Aussage, die also sozusagen das Firmenmotto war, dass ja
der Künstler im Vordergrund steht. Große Künstler wie Sam Fürstenberg und Aaron Norris, der Bruder von Chuck. Chuck, glaube ich, glaubt das heute noch, ne, dass er da gute Filme gedreht hat. Naja, auf alle Fälle soll Cannon ja jetzt angeblich wieder zurück sein. Das war die Aussage von vor ungefähr einer Woche. Und heute habe ich dann die Cannon, die offizielle Homepage besucht. Und da ist jetzt eine neue Pressemitteilung. Die haben nämlich jetzt einen kleinen Rückzieher gemacht. Und zwar steht in der neuen Pressemitteilung, dass es sich jetzt nur noch um eine Firma im Geiste von Menahem Golan handelt, die nichts, aber auch gar nichts mit der alten Firma von Herrn Golan zu tun hat. Und alle angekündigten Filme von American Ninja Apprentice über Zombie, They Live oder Return of the Delta Force sind natürlich auch alle keine Sequels. Also im Prinzip konnte man das aus der ursprünglichen Pressemitteilung auch schon rauslesen, weil da stand dann irgendein Mensch, der das macht, wo es dann noch hieß, der hätte mal unter Golan irgendwie gelernt oder irgendwie so. Aber Golan ist mittlerweile gestorben. Globus ist ganz offensichtlich nie mit an Bord. Das heißt, wenn irgendjemand diese Marke wieder belebt, dann ist das natürlich eine andere Firma. Und ich nehme an, sie haben das halt gemacht, um irgendwie diese Markennamen verwenden zu können. Ja, eben wie American Ninja, was immer die dann damit machen. Ist total wurscht, ob das mit dem zusammenhängt oder nicht. Ich glaube nicht, dass die den, wie alt ist er, 86-jährigen Chuck Norris, zurückholen, damit er in Return of the Delta Force irgendwie so ein paar Jungspunde trainieren kann oder so. Nein, aber man muss ja auch sagen, also damals waren die Canon-Filme, das war ja alles auf Film gedrehter Kram, die liefen ja auch nicht nur auf Video, die waren ja auch wirklich groß im Kino teilweise. Also ich weiß noch, wie Ein Mann sieht Rot 3 und Delta Force bei uns im Kino liefen und Invasion USA. Und das sind ja auch alles damals unterhaltsame Trash-Filme gewesen, aber heute wird das garantiert auf Digital-Video gedrehter Müll sein. Und die Darsteller gehen ihnen ja auch aus, die großen Action, also die, was heißt die großen Action-Stars, das waren ja die B- bis C-Action-Stars damals, aber wen haben die heute noch? Wen gibt's da als Nachwuchs? Scott Adkins? Oh mein Gott. Wobei Scott Adkins, also der Ninja-Film mit ihm, der erste, den fand ich recht beeindruckend. Ich fand ihn eigentlich hauptsächlich beeindruckend in dem letzten Universal Soldier. Day of Reckoning. Ich kann die alle nicht auseinanderhalten. Das ist dieser völlig düstere Film, der quasi Heart of Darkness Remake ist. Oh. Der ist auch ziemlich hart. Das klingt ja schon also mal interessant. Wir lernen, Christian Jürs kann alle Scott Adkins Filme an der Handlung auseinanderhalten. Nein, der ist, wenn ihr den nicht gesehen habt, das ist der Universal Soldier Day of Reckoning. Sollte man sich mal angucken. Das ist ein völlig schräger Film. Ziemlich, ja, abgespaced gedreht und hat eine ganz, ganz bittere Eröffnungsszene, wo man aus seiner Sicht sieht, wie sein Haus überfallen wird und seine Frau und Tochter vor seinen Augen erschossen werden, während Jean-Claude Van Damme als Bösewicht mit einem Baseballschläger ihm das Gesicht zu Brei schlägt. Das klingt das, nett. Das ist, ja, gedreht vom Sohn von Peter Himes, John Himes. Ach, genau, das ist doch der Film, der am Anfang eine wirklich absolut brillante Verfolgung sorgt. Nein, das ist die Fortsetzung. Nein. Das ist tatsächlich ein Film weiter. Peter Himes hat sogar Kamera gemacht, ja. Ich weiß nämlich, dass die Verfolgungsjagd in diesem Prequel zu diesem Film, dass die von Peter Himes inszeniert wurde. Ja, genau, aber nee, das ist ein Film weiter schon. Und der ist eigentlich sogar noch ist tatsächlich noch ein bisschen besser. Es ist echt ein guter B-Film geworden. Und da spielt Scott Adkins auch wirklich gut und muss auch wirklich leiden. Also wie gesagt, ich fand Scott Adkins auch in seinem Ninja-Film ziemlich geil. Ja, aber das reicht ja nicht für Ken, dann haben wir einen. Ja. Und wen dann noch? Sylvester Stallone. Der hat sich aus dem Action-Genre gerade verabschiedet. Ja, stimmt. Der kommt auch nicht mehr zurück. Ja. Nee, es ist wirklich schwierig für die jetzt. Also im Moment neue Action-Stars wüsste ich jetzt auch nicht. Ja gut, nur darf man nicht vergessen, die Action-Stars, die Cannon damals hatten, waren ja zu dem Zeitpunkt noch keine. Die wurden durch Cannon zum Actionstar. Michael Dudikoff war vorher, hatte eine Vince-Rolle in Tron und er war in Bachelor Party und solchen Geschichten, ja, bevor er als American Ninja bekannt wurde. Die haben sich ihre B-Stars ja auch herangezüchtet. Ja, aber wir hatten dann auch noch so Leute wie Charles Bronson und so, die waren schon bekannt. Ja, aber das waren so ein paar und die kamen erst später. Ja. Und die waren auf dem absteigenden Ast damals. Ja, das stimmt. Also das war so sozusagen das letzte Brötchen, was sie noch kriegen konnten, als sie bei Cannon untergekommen sind. Wie zum Beispiel Christopher Reeve mit seinem Drehbuch zu Superman 4. Ich muss ihn ab und zu mal reinschmeißen. Albtraum meiner Kindheit.
oder Absolut. Gut, haben wir noch andere gute News? Hat Christian Nord eigentlich irgendwas an News? Ja, es wird jetzt ein Expendables des Horrorfilms wird jetzt produziert. Oh mein Death Gott. House. Drehbuch hat tatsächlich Gunnar Hansen noch geschrieben. Der wollte auch eine der Hauptrollen spielen. Das hat ja nun nicht geklappt. Aber der Film, und das ist ganz witzig, hat wirklich, also er hat Danny Trejo, er hat Robert Englund, er hat Dee Wallace, Kane Hodder, Michael Berryman, Bill Moseley, Barbara Crampton, Doug Bradley, Ken Foree, also schon. Jeffrey Combs? Ist zumindest jetzt noch nicht im Cast. Das geht nicht. Aber finde ich, könnte ein witziger B-Film werden, das, mal sehen. Das wird doch garantiert eine Anthologie, oder? Ich habe keine Ahnung. Also bei solcher, sag ich mal, Starbesetzung in Anführungszeichen, die kannst du ja nicht alle in eine Story reinpacken, dass sie alle glänzen können, sag ich mal. Da geht das. Also, das geht bei Expendables ja irgendwo auch, wenn es auch Schrott ist im Endeffekt. Die sind alle ja, bei Expendables sind ja manche Leute dann auch nur 2 Sekunden im Bild, bevor sie wieder aus der Handlung rausfliegen. Ja. Und so Filme wie Hatchet zum Beispiel, die arbeiten ja auch schon damit, dass du halt immer irgendwelche alten Horrorstars dann kurz in Gastauftritten siehst. Da kommt dann halt der alte Robert Englund mal für eine Sequenz oder so. Also, das kann man schon machen. Mal abgesehen davon jetzt, also, dass man, also, mit Kane Hodder, naja, ich weiß schon, Jason und so, aber also das ist jetzt schon auf der Starriege. Nein, natürlich ist das B bis C Ware, aber das. Ich wüsste nicht mal, wie der Haberer aussieht. Aber zum Thema Hatchet, ne? Bei Hatchet kann man zumindest sagen, diese Filme sind mit Liebe inszeniert, ne? Definitiv. Ich mochte die. Eben, da sieht man die Liebe zum Genre, die Liebe zu dem, was sie sind, eben billige Splatter-Movies. Das sehe ich bei einem Horror-Expendables etwas anders, weil das sieht nach einer finanziellen Entscheidung, nicht nach einer Liebesentscheidung aus. Mal abwarten. Es ist im Endeffekt so, wie Musik heute immer als Festival verkauft wird. Ja? Also du hast weniger Einzeltouren und du hast sehr oft Bands im großen Paket, damit es sich lohnt, dass du hingehst. So setzen Produzenten dann halt auch auf quasi Pakete von Stars. Ja. Du bist ja nicht nur wegen Sylvester Stallone oder nur wegen Jason Statham den Film an, sondern gleich wegen 10 von den Burschen. Und das könnte dann im Horrorbereich auch so gehen. Die paar Kane Hodder-Fans kommen dann und die paar Robert England-Fans kommen und zusammen ergibt das dann irgendwie noch eine gute Sause für den Produzenten. Ich möchte mir wirklich mal jemanden vorstellen, der so Kane Hodder-Fan ist, so richtig so von Herzen. Die ganze Wand tapeziert mit Bildern von Kane Hodder. Und zwar bitte ohne Maske. Fotos schicken an uns, ja, dann kann ich den Typ endlich mal identifizieren, wenn ich ihn irgendwo sehe. Aber es wird schon genug Freitag der 13. Fans geben, die ihn wahrscheinlich verehren immer noch. Ja, aber er hat auch, ich glaube, in 3 Filmen überhaupt noch mitgespielt, ne? Ja, aber er ist für viele ist er ja der Jason gewesen. Ja, natürlich, er hat sich am besten bewegt. Was für eine darstellerische Leistung, ja. Ich glaube, der Christian aus dem Süden hat noch was Tolles an Splatter-News. Ja, da bin ich auch drüber gestolpert, dass mal wieder ein neuer Hellraiser kommt. Mm. Und die Nachricht stimmt natürlich schon gleich unglaublich optimistisch. Er wird sehr schnell jetzt gemacht, weil die Produzenten sonst die Rechte verlieren. Das ist also immer die beste Basis, um einen brauchbaren Film zu machen. Das war beim letzten auch schon, ne? Absolut. Ich habe den gar nicht gesehen. Ich habe irgendwann aufgehört. Ich weiß nicht, ich glaube nach 6 oder so habe ich aufgehört. Also es ist auch diesmal wieder Doug Bradley nicht dabei. Doug Bradley sagt doch, also letztes Mal konnte er noch ablehnen, weil das Drehbuch so mistig war. Diesmal hat er das Drehbuch gar nicht erst gesehen und kann deswegen überhaupt nichts sagen über dieses Ding. Aber der Film hat doch ein Highlight-Casting, oder? Der Film hat einen Star, ja, wo wir schon jetzt von den Horrorstars reden, kommt dann vielleicht auch ins Horror-Experiment. Heather Langenkamp, aus dem originalen Nightmare on Elm Street. Oh, die ist ja so eine großartige Schauspielerin. Ja, komm, aber ich war als Teenager geschockt, als sie dann in Nightmare 3, Spoiler, plötzlich stirbt. Ja, aber das war auch so ziemlich ihre letzte relativ erfolgreiche Rolle, oder? Nee, sie waren ja auch wieder mit dabei. Freddy's New Nightmare. Oh ja, stimmt, da war sie auch ganz besonders gut, ja. Der war besonders langweilig. Also ich finde es schon toll, dass sie trotz ihrer wirklich großartigen Karriere sich herablässt, in einem Hellraiser-Sequel gecastet zu werden.
Genau, also wenn schon Doug Bradley nicht will, ja, dann... Und Doug Bradley dreht Sachen wie Wrong Turn 5, das muss man sich dann nochmal festhalten, wenn er das nicht will, muss es schlechter als Wrong Turn 5 sein. Ich meine, bei aller Lästerei, ich finde es immer, wenn ich sowas lese, wie gesagt, ich habe aufgehört, mir die Hellraiser-Sequels anzuschauen, aber mich stimmen diese Dinge immer so traurig, weil, also die ersten beiden Hellraiser sind halt wirklich großartige Filme und da wird eine Welt angerissen, wo ich immer noch glaube, da könnte man interessante Geschichten drin erzählen. Und die Beharrlichkeit, mit der das nicht gemacht wird, ist einfach unglaublich frustrierend. Also diverse von den Sequels sind ja auch überhaupt keine richtigen Sequels, sondern das sind irgendwelche Filme, in die dann flott Pinhead geschrieben wurde. Alle ab Teil 5. Und außer dem letzten jetzt tatsächlich. Teil 5 weiß ich und ich glaube, den war das dann der 6er oder was? Sie werden ja dann noch nicht mehr durchnummeriert, deswegen verwechsel ich die dann auch immer. Der, wo Pinhead auf dieser Party rumläuft mit Lance Henriksen. Ach nee, das ist der 8. Oh. Im 6. spielt hier Christy aus Teil 1 wieder mit und 2. Oh, also in Lübeck, Lübeck leben wirklich tatsächlich Hellraiser-Fans, ja? Fans würde ich nicht sagen. Doch, den ersten Teil schon. Wunder, dass mir der 8. irgendwie jetzt nicht so gefallen hat, wenn mir dazwischen 2 abgeht. Ja, ja, du kannst der Handlung ja gar nicht mehr folgen. Die Komplexitäten überhaupt nicht umrissen von der Handlung. Oh, ihr seid so zynisch. Ja, die Reihe macht es einem aber auch wirklich leicht, zynisch zu sein. Und wie gesagt, da ist eigentlich so viel Stoff vorhanden und das wäre tatsächlich was, wo man sagen könnte, ja, da würde es auch Sinn machen, gescheite Fortsetzungen zu produzieren oder Sachen, die in diesem Universum spielen. Ja, Spin-offs. Aber dafür müsste man A, Geld in die Hand nehmen und B, Drehbücher haben. Also ich finde, bei Hellraiser, die Sequels sind ungefähr genauso schlecht wie die Howling-Sequels. So, das sind so die schlimmsten Horrorreihen, was das betrifft. Bei den Howling-Sequels, also der dritte, der mit den Beuteltieren, der war gar nicht so schlimm. Stimmt, der war ganz lustig. Der hatte ein paar lustige Sequenzen. Der hatte ein paar Ideen drin, wo man sagen könnte, da haben sie die Mythologie ja weiterentwickelt. Ja gut, haben sie bei Hellraiser 2 ja auch noch, ne? Aber danach wurde es ja echt schlimm. Der zweite war ja auch gut. Ja, der zweite ist grandios. Also ich finde, der öffnet das wirklich gewaltig, was da im ersten angesetzt wird. Da kann man wird. Sogar die schlechten Special Effects ignorieren, ne? Weil ich meine, was da so an Greenscreen-Sachen drin ist, das sieht schon peinlich aus. Ja, das. Ja gut, aber das war damals halt normal. Genau, also für damals sah das schon irgendwie sehr fein aus, finde ich. Die ganzen Kreaturen, die da gemacht sind, die schauen schon sehr schick aus. Da müssen wir jetzt auch nochmal erwähnen, wir reden von Hellraiser 2 in der Original Unrated Fassung, nicht von dem, was hier in Deutschland lief. Ich habe den das erste Mal auf Pro7 gesehen. Ja. Oh Gott. Du kannst dir vorstellen, wie lang der Film war. Da war doch die hübsche Szene, wo der Dr. Chanard den Verrückten in den Raum führt, wo die Matratze ist und dann Julia gegen den Spiegel boxt. Ne? Es verschwinden diese Leute dann einfach wirklich aus der Handlung. Das hat aber damals auch der Videoverleiher schon geschafft. Stimmt, der war auch schon gewaltig geschnitten im Video. Und trotzdem, und das ist interessant eben, selbst in diesen Schnipselwerken merkst du, dass da drunter ein sehr interessanter und guter Film steckt, mit sehr viel stilistischem Können dann auch. Also selbst diese verstümmelten Fassungen regen dann an, sich die längeren zu besorgen, während viele andere so Splatterfilme, wenn dann das Splatter fehlt, ist ja nichts mehr über, was interessant wäre. Und du denkst dir dann, naja gut, jetzt extra noch loszurennen, damit du ein paar Minuten Blut siehst, brauchst du ja auch nicht anzufangen. Ja, ich glaube, das war's mit News. Oder hat noch jemand was? Ja, dann würde ich sagen, ehe wir zum Thema kommen, ich habe letztens per E-Mail die Frage bekommen, welche Podcasts ich eigentlich höre. Ich fand das eigentlich eine ganz interessante Idee, dass wir mal kurz so unsere Top 3 Podcasts, die wir jede Woche oder jede 2 Wochen hören, dass wir das mal kurz den Hörern vorstellen. Ich präsentiere jetzt einfach mal meine Top 3 Podcasts, die ich wirklich definitiv jede Woche höre. Wobei ich sagen muss, ich habe natürlich den Vorteil, ich arbeite nachts 4 Stunden alleine. Und kann währenddessen eben auch immer 4 Stunden Podcasts hören oder Musik hören, aber ich habe mich zu Podcasts herabgelassen. Was ich empfehlen muss und wo ich euch beide auch definitiv hinkriegen muss, das ist der B-Movie-Cast von einem Typen namens Vince Rotolo. Das ist ein mittlerweile 60-jähriger Mann, der zusammen mit 2 anderen Leuten, unter anderem einem Mexikaner, B-Movies aus den 50ern und 60ern Jahren bespricht. Sehr in die Richtung mexikanischer Horrorfilm auch gehend oder amerikanischer Underground-Film aus der Zeit. Also immer sehr, sehr interessante Filme. Und ist zwar in Englisch, aber das ist ein Podcast, der mir persönlich noch sehr viel bringt, weil die meisten Filme, von denen habe ich noch nicht mal was gehört.
Und das dürfte dann so den meisten Hörern und auch euch beiden genauso gehen. Habt ihr schon mal von dem Cast gehört? Das? Nein, gar nicht. Nein. Also B-Movie-Cast, wie man spricht, einfach mal bei iTunes eingeben, kann man wirklich hören, wöchentlich ungefähr immer 1,5 Stunden. Wenn man die Zeit findet, lohnt sich das auf alle Fälle. Hat jemand von euch noch irgendeinen Podcast zu erwähnen? Auf YouTube gibt es Playzocker-Reviews. Den Playzocker hört sich so nach Spiele-Reviews an. Also macht der zwar auch, aber eher selten. Das ist so ein junger Wiener, der seit 5-6 Jahren diesen Podcast hat und hat angefangen, zwar seine Sammlung vorzustellen und solche Sachen. Das ist gar nicht so interessant. Interessant sind seine Filmreviews. Und zwar nimmt er sich Filme wirklich von A bis, also von der ersten bis zur letzten Minute vor. Und das ist besonders unterhaltsam bei Filmen, die man kennt, weil er sich gerne über Sachen aufregt, die halt Unstimmigkeiten sind. Und das bei Filmen auch, die er eigentlich liebt, aber über die Filme ordentlich rumpöbelt. Er nimmt aber auch gerne Filme, die er absolut hasst. Also so hat er die Twilight-Filme sich vorgenommen und er ist ein absoluter Adam Sandler-Hasser. Also seine Adam Sandler-Reviews machen auch immer wieder Spaß. So, wenn er sich dann Jack und Jill vornimmt und so. Und das geht auch wirklich, es geht pro Film auch locker mal eine Stunde. Gibt aber auch kürzere Varianten. Und das ist also sehr zu empfehlen. Der macht da sehr viel in dem Bereich und ist relativ unbekannt hier in Deutschland zumindest. Wie alt ist der Bursche? Das ist eine gute Frage. Also er hat angefangen als dicklicher Teenager und ist jetzt irgendwie so, der muss jetzt so um die Mitte 20 sein, denke ich mal. Und der macht das ziemlich gut und ist beim hier DVD-Forum.at ist er auch aktiv. Den werde ich auf alle Fälle mal unten verlinken. Christian Süd. Ist schwierig mit euch beiden heute. Hast du noch irgendeinen Podcast? Sag einfach Herr Magister Genzel zu mir, dann ist... The Master. Hast du irgendwas, was du so regelmäßig dir zu Ohren führst? Ja, wo wir bei Spielen sind, die der Playzocker ja trotz seines Namens offenbar nicht so macht. Eher ein Watchglotzer, als ein Playzocker. ein richtiger, schöner Spiele-Podcast ist natürlich der Spiele-Veteranen-Podcast vom Heinrich Lehnhardt. Der Heinrich Lehnhardt ist damals mit der Powerplayer, mit der PC Player bekannt geworden und der macht jetzt auch schon seit, ich weiß nicht, 5 oder 6 Jahren jeden Monat eine neue Folge mit Kollegen von damals. Also der Roland Austinat ist da oft dabei, der Mick Schnelle ist da oft dabei. Hülsbeck war mal als Gast, der macht jetzt mittlerweile die Jingles dafür. Mhm. Früher war der Boris Schneider auch oft dabei, der Winnie Forster schaut hin und wieder rein. Also da sind sehr viele von damals, wenn man mal Powerplay und PC Player gelesen hat, dann wird man sehr viele von denen kennen. Die haben natürlich auch sehr viele interessante Anekdoten aus der Zeit und betrachten halt das, was heute so in der Spiele- und Computerwelt passiert. Ein bisschen mit einem anderen Blick als jüngere Leute. Sehr unterhaltsam. Vor allem, wenn man ein bisschen was für Spiele übrig hat. Christian Nord, Spiele? Ich habe meine gesamte Kindheit und Jugend über immer Computerspiele gespielt. Bin dann... ich bin jetzt aber, seitdem ich Kinder habe, tatsächlich sehr davon ab. So, weil einfach keine Zeit dafür mehr da ist. Ja, du willst deine Kinder ja auch zum italienischen Splatterfilm. Ja, wird langsam Zeit. Das ist wichtig. Ja, anstatt, dass du ihnen einen Commodore 64 aufbaust. Ja. Da muss ich auch sagen, da sind meine Eltern ja nicht anders gewesen. Ich war damals 13, als ich anfing, Zombie-Filme zu gucken. Und ich hatte gerade irgendwie Romero, Dawn of the Dead gesehen und fragte meine Mutter, was ist denn so der nächste Horror-Zombie-Film, den man gucken kann? Und habe von ihr, diese Anekdote muss ich bringen, weil anstatt sie dann irgendwie sagt, so Invasion der Zombies oder so, sagte sie tatsächlich die Rückkehr der Zombies. Wir erinnern uns, es ist der Film, wo der kleine Junge seiner Mutter die Titten abbeißt. Ja, genau. Andrea Bianchi. Genau, ich dachte so nach der Sichtung so, was ist mit meiner Mutter verkehrt gelaufen? Das erklärt uns aber auch zum Beispiel auch einen. Ah, okay. Ja, also. Ja gut, dann mache ich nochmal einen kleinen Tipp. Und zwar habt ihr schon mal von der Medienkuh gehört. Die Medienkuh ist ein Medienpodcast, was man sich ja schon fast denken könnte bei dem Namen. Der wird gemacht von einem Herrn Körber und einem Herrn Hammes. Das heißt Körber K, U und Hammes H. Deshalb heißt das Ding Medienkuh. Und das ist das, was, sag ich mal, ein Mensch namens Holger Kreimeier in der Anfangszeit von Fernsehkritik gemacht hat.
Also eine wirklich eine Radioshow, die sich kritisch mit Fernsehen und Radio auseinandersetzt und mit Film und das Ganze sehr zynisch und sarkastisch macht. Also das, was, wie gesagt, früher bei Fernsehkritik der Hauptteil war und jetzt nur noch ein Nebenteil ist, ist bei der Medienkuh jede Woche 1,5 Stunden lang zu hören. Das klingt gut. Das ist Das gut. glaube ich. Das kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Ja, also auch noch nie gehört von euch beiden. Das ist ganz, ganz traurig. Tut mir leid. Ja. Ich werd mal dafür sorgen, ich werde euch einfach mal mit Links versorgen. Ja, und das Letzte, was ich unbedingt erwähnen muss, das ist Radio Nukular. Und zwar ist Radio Nukular ein Podcast von drei Jungs, die so Mitte 30 sind. Das ist einmal der Max Nachtheim, das ist der Sohn von dem Sänger von Erbarmen, die Hessen kommen. Ihr kennt das? Rodger Rodger Mono Monotones. Rodger Monotones, genau, der Sänger, der Blonde. Dem sein Sohnemann ist mittlerweile Rapper und Zyniker, hauptberuflich. Dann auch wieder der Dominik Hammes aus der Medienkuh und dann noch ein Typ dabei namens Chris. Und die machen einen Vergangenheitsbewältigungspodcast, in dem sie sich über ihre Kindheit in den 90er Jahren unterhalten. Okay. Das ist sowas von interessant und witzig, die Anekdoten, die die Jungs da von sich geben, die auch auf mich als 20 Jahre Älteren hundertprozentig zutreffen, weil sie waren auch Nerds und Freaks damals und Außenseiter und haben sich trotz allem zu normalen Menschen entwickelt. Wie haben Sie das bloß geschafft? Ja, das fragen wir uns ja doch nun doch auch alle. Du hörst immer zu, weil du das herausfinden willst, oder? Du denkst, Ja, was ist deren Geheimnis? Und genau. was kann man sich davon abgucken? Wie haben die das geschafft, was ich nie Ja. geschafft habe? Wie sind die erwachsen geworden? Okay, das war's dann, glaube ich, auch schon mal für unsere News und unsere Werbung. Habt ihr beide noch irgendwas? Ich höre im Hintergrund nur nichts. Okay, dann würde ich sagen, wir spielen jetzt mal ein wenig Musik aus einem Film namens Die Muse. Die Musik stammt von Axel Tenor. Der Film ist der Film, den wir als nächstes besprechen. Und dann sind wir zurück. So, herzlich willkommen zum Thema. Und Thema, wie schon mehrfach erwähnt, ist das Duell. Das heißt, wir drei Jungregisseure zeigen uns unsere wichtigsten Werke und diskutieren darüber. Ich habe mir gedacht, wir fangen mit der Muse an. Die Muse ist ein Film von einem Regisseur namens Christian Genzel. Der hat auch das Drehbuch verfasst. Und ich sag mal, der Christian aus dem hohen Norden kann uns mal kurz die Story zusammenfassen. Ja, es geht um, es ist im Grunde ein Kammerspiel. Es geht um eine junge Frau, die von einem Schriftsteller entführt wird und in einer Zelle gefangen genommen wird. Und er beruhigt sie mal und sagt so, ja, sehen Sie es mit meinen Augen, Sie dienen mir als Muse und das Buch ist wichtiger als wir beide. Und das zieht sich jetzt über eine gewisse Zeit, in der sie halt versucht, aus der Zelle rauszukommen oder zu verstehen, was er überhaupt will von ihr. Das ist super kurz zusammengefasst. Darf ich dich jetzt noch mal ganz kurz fragen, ehe wir den Regisseur zu dieser Diskussion hereinholen, was würden wir beide so gemeinsam zu diesem Film sagen? We are not We are worthy. not worthy. We are not We are not worthy. worthy. Also für mich jetzt ganz einfach: Die Muse ist einer der besten Kammerspiel-Thriller, den ich die letzten 10, vielleicht sogar 20 Jahre gesehen habe. Wow. Ja, das gebe ich gern weiter auch. Also es ist einfach einer der spannendsten und bestinszenierten Thriller. Das Ding funktioniert. Was hast du da gemacht? Wow, danke schön. Wo hast du die Schauspieler auch her? Ja. Fang mal von vorne an. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, so ein, und ich meine, es ist wirklich ein definitiv
aufwendig inszenierter Film. Er ist jetzt kein Millionen-Dollar-Budget-Movie, aber er sieht ja wirklich, sag ich mal, man sieht, es ist nicht mit einem Amateur-Budget gedreht. Ja, wir haben tatsächlich ein bisschen Förderung gehabt. Land und Stadt Salzburg haben Geld hergegeben und das BKM in Deutschland. Also wir hatten ein Budget von ungefähr 70.000 Euro. Ui. Was natürlich trotzdem für einen Spielfilm das ist nichts ist. Ja. Eben. Ich habe aber durch meine vorigen Arbeiten auch schon irgendwie gelernt, wie man aus minimalem Budget sehr, sehr viel rausholen kann. Das ist, ja, es ist nicht mal ganz angenehm beim Drehen, weil du halt einfach sehr wenig Freiheiten hast. Also bei der Muse ist wirklich schon der Produzent vor dem ersten Drehtag schon immer da gestanden und hat gesagt, wir haben kein Geld mehr. Und Produzenten wollen ja dann natürlich immer alles Mögliche streichen, klar, weil irgendwo muss das Geld eingespart werden, ja. Und das waren dann aber teilweise so absurde Sachen. Also ja, wir streichen jetzt alle Szenen, die oben im Haus spielen, weil da braucht man ja ein neues Set für. Oder ja, muss der unbedingt ein Messer haben, wenn der sie bedroht, weil das Messer müssen wir ja besorgen. Und so. Ja, ui. Okay. Der kann sie ja jetzt nicht mit einem Holzlöffel bedrohen oder so. Ja. Also das war dann schon ein ziemlicher Kampf, aber ja, also der Gedanke war auch immer der beim Film, dadurch, dass es eben so ein Kammerspiel ist, dass er im Zweifelsfall eben auch für ein geringes Geld inszeniert werden kann. Er ist dann zwar gewachsen im Schreiben, also er fing an und hatte wirklich nur in dieser Zelle gespielt und da war ganz wenig Aufwendiges dabei und beim Schreiben wächst das dann. Es schreibt sich natürlich dann relativ schnell mal irgendwas hin, ne, so dass dann, was weiß ich, was passiert und dann ist dann plötzlich... Er geht oben in die Küche halt, ne? Ja, genau, der hat dann ein Wohnzimmer und dann wird telefoniert und dann taucht halt doch noch eine Figur auf und ach, aber letzten Endes geht es ja dann darum, dass man eine gescheite Geschichte erzählt und halt irgendwie versucht, das mit den Mitteln, die man hat, auch möglich zu machen. Und die gescheite Geschichte erzählst du definitiv in dem Film. Also ja. Ich sage jetzt mal das Drehbuch. Wie viele Jahre hast du das Drehbuch mit dir rumgeschleppt? Angefangen habe ich 2007 und gedreht haben wir 2009. Wobei ich habe also ungefähr ein Jahr so für zwei Fassungen gebraucht. Und dann habe ich quasi, ab dann fing dann an, dass wir die Finanzierung aufstellen wollten, so ab 2008. Und während der Zeit habe ich es dann auch noch ein paar Mal überarbeitet und Sachen hinzugefügt. Also eben, wie gesagt, in der Erstfassung war wirklich gar nichts von dieser Wohnung da oben zu sehen im Film. Ist ja eigentlich grundsätzlich eine tolle Idee, einen No- oder Low-Budget-Film nur in einem Raum spielen zu lassen. Ne? Das macht es einfacher, oder? Ja, es gibt da mehrere Filme von. Ja, wir haben nachher dann auch nochmal einen, der das auch angegangen ist. Ja, der sich das auch getraut hat, ne? Wobei man sagen muss, die Herausforderung dann an dem einen Raum ist die, dass du ja 90 Minuten lang dann eben diesen Raum siehst. Das ist dann nicht so ganz leicht, dass der Zuschauer sich ja dann nicht irgendwann komplett fadisiert, weil er kennt diesen Raum ja irgendwann. Genau. Du willst irgendwann ja auch mal was anderes haben und es ist schon so, dass man dann am Set teilweise steht oder halt vorher, man bespricht ja vorher, wie man was dreht, wie man das Ganze auflöst und dann schon irgendwie überlegt, was haben wir jetzt mal für einen Blickwinkel, den wir noch nicht eingesetzt haben und auch eine gewisse Dramaturgie in diese Blickwinkel reinzubringen. Also zum Beispiel, dass man nicht gleich in den ersten 5 Minuten den kompletten Raum sieht, sondern dass gewisse Sachen ein bisschen im Dunkeln bleiben oder einfach außerhalb dieses Blickfeldes, dass du nach und nach noch ein bisschen was von dem Raum sehen kannst. Wobei das natürlich auch eine Gefahr ist, dass man dann hingeht und einfach zu viel will und zu viel neue Kameraeinstellungen, wirre Kameraeinstellungen wählt. Und das hast du ja auch gewaltig gut vermieden, weil ich meine, wie gesagt, der Film konzentriert sich ja wirklich auf seine beiden Hauptdarsteller und auf die Charaktere der Hauptdarsteller, nicht auf die Darsteller als solche, sondern auf die Charaktere. Und das funktioniert. Also Die Charaktere sind hervorragend ausgearbeitet. Absolut. Also man fiebert auch tatsächlich mit ihr mit. Also je weiter der Film lief, desto mehr kam er mir als übles Schwein vor, wo ich mir am Anfang noch nicht so sicher war. Na, ist er, gut, klar, was er macht, ist schlimm, aber ne, ist ja irgendwo auch eine arme Sau. Aber und dieses Ende, ohne darauf einzugehen. das Ende ist geil. Ja, eigentlich ist alles an dem Film geil. Also ich kann jetzt wirklich jedem, der jetzt hier so zuhört und sagt, wie hier so ein Amateurfilm oder was. Es ist kein Amateurfilm. Nee, ist keiner. Das ist ein Film, der könnte also so direkt in ARD oder ZDF laufen, wenn die in der Lage wären, mal einen intelligenten und künstlerisch wertvollen Film einfach irgendwo ins Programm zu hieven.
Hast du den mal eingereicht irgendwie bei Fernsehsendern? Fernsehsender noch nicht. Wir waren natürlich dann bei verschiedenen Festivals. Er ist allerdings bei Festivals dann nicht sehr gut angekommen. Er ist in London gelaufen bei einem. Und also das waren dann nur sehr vereinzelte. Ich glaube, was halt für viele dann schwierig war, ist, dass er so ein bisschen Mischform ist. Also, weil er ist ein bisschen Thriller und er ist ein bisschen Drama oder Kammerspiel, wie ihr ja auch sagt. Und ich glaube, dass er damit viele Erwartungen so ein bisschen unterwandert auch, die Leute haben. Also, da hat er dann leider nicht so eingeschlagen, wie wir dachten. Also, wir haben tatsächlich angefangen mit Berlinale Einreichung. Wir haben gesagt, der muss zur Berlinale und alles. Und naja, das ist dann natürlich nicht geworden. Und dann fängst du halt mit weiteren Festivals an und irgendwann wird das halt kleiner, ja. Hast du schon mal versucht, den Film vielleicht bei Troma einzureichen? Jetzt kein Witz. Nee, ich habe tatsächlich schon mal mit dem Gedanken gespielt. Man muss halt aber sagen, Troma nimmt ja auf, was daherkommt. Also so ziemlich alles, was nach einem Film ausschaut, greifen die auf. Ja. Und du siehst als Filmemacher überhaupt nichts davon. Also das schreibt sogar Lloyd Kaufman selber in seinem Buch. Ja, klar, er will, er kann den Leuten kein Geld bieten, aber er kann eine Verbreitung bieten. Genau, er vermarktet das. Ja, ich habe mal mit dem Gedanken gespielt. Meine Hoffnung ist ja tatsächlich eigentlich immer noch, dass man zumindest einen gescheiten DVD-Release Ja. bei einem normalen Label hinbringt. Ein bisschen mit einem Audiokommentar dazu und ein paar Bonus-Features dann drumherum. Also wir hätten eigentlich auch Making-of-Material zum Beispiel. Da gehe ich mal von aus, ja. Habt ihr eigentlich auf 35 mm geschossen? Nee, das ist auf der Red gedreht. Das ist auf der Red gedreht. Dann muss ich sagen, habt ihr das mit der Farbkorrektur aber perfekt hingekriegt, ne? Ja, ich bin gar nicht so zufrieden mit der Farbkorrektur. Es gibt so gewisse Bilder, wo die Farben dann schon so ein bisschen springen. Und das war ein bisschen schwierig, auch mit der Firma, wo wir das gemacht haben. Ich finde auch, dass er fein aussieht, was halt auch mit dran liegt, dass der Oliver Fröschke, mein Kameramann, einfach schon sehr genau gearbeitet hat, was die Ausleuchtung angeht und so. Also er hat dann schon auch so ein bisschen perfektionistischen Ansatz, den ich dann auch manchmal habe, was natürlich auch gerne mal. Gerade wenn es schnell gehen muss und wenn nicht sehr viel Geld da ist und so, macht das manchmal die Leute nervös, wenn ich dann sage, naja, ich würde das jetzt eigentlich doch nochmal ganz gern machen und nochmal gescheit und so. Aber irgendwie, ich behalte natürlich schon im Auge, dass so eine Balance gehalten wird. Also ich weiß, man muss es in der und der Zeit schaffen. Wo macht es Sinn, quasi nochmal drauf zu setzen, dass das wirklich passt und gut gemacht ist? Und wo muss man halt sagen, ja, okay, das schaut jetzt halt so aus und die Szene ist halt jetzt das, was sie ist. Und das wird aber im fertigen Film dann passen. Und woran liegt es, dass so ein Schauspieler wie Thomas Limpinsel in Deutschland, sag ich mal, jetzt nicht so bekannt ist? Weil normalerweise müsste der doch eigentlich eine Karriere haben. Ja, Eine voll. Ich meine, große. er hat insofern eine Karriere, als dass er sehr viel spielt. Er macht unglaublich viel Fernsehen, er macht Theater. Also er muss sich jetzt keine Sorgen machen, wo seine neuen Aufträge oder so herkommen. Er kann auch Sachen ablehnen, durchaus. Wenn das jetzt ganz bescheuerte so Fernsehdinger sind, wo er dann nur für 5 Sekunden im Bild wäre oder so, dann muss er sagen, nee, kann er sagen, nee, das will ich nicht. Ja, aber der müsste doch im deutschsprachigen Raum viel bekannter sein, eigentlich. Ich finde ihn auch sensationell in dem Ja. Film. Ich habe auch schon wieder mit ihm gedreht. Ich habe nach der Muse auch noch einen Kurzfilm gemacht. Blank hieß der. Das ist was Komisches und auch das kann er ganz grandios. Ja, ich glaube, der kann alles. Also ich finde ihn wirklich gut. Ich habe den kennengelernt bei Shoppen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Film. Ja, habe ich vor Urzeiten gesehen damals, ja. Genau, diese Speed-Dating-Komödie. Da war er Teil vom Ensemble und ich war bei dem Film Produktionskoordinator. Und ich hatte dann das war die Abschlussfeier, wo ich dann ein bisschen mit ihm ins Gespräch gekommen war und da war er dann viel rumgealbert und so. Und das passte dann. Kurze Zeit später war man dann auf wieder eine Filmveranstaltung und da hatte ich dann schon angefangen, an der Muse zu schreiben und dann sind wir wieder ins Gespräch gekommen und wir haben dann drüber geredet, ja, eben so schöne Bösewichtrollen und so. Und ich sagte, Thomas, ich habe da was, was vielleicht interessant ist. So ist das zustande gekommen. Vor allen Dingen ist es nicht ein simpler Bösewicht, sondern wirklich jemand, der auch für das Publikum sehr ambivalent bleibt. Also du weißt wirklich bis mehr oder weniger in der zweiten Hälfte des Films nicht, ob er wirklich ein Bösewicht ist oder nur einer, der leicht gestört ist. Also ich finde interessant, dass du erwähnst, dass den Leuten diese Mischung aus Kammerspiel und Thriller nicht gefallen hat, weil ich finde gerade, dass es nicht komplett nur ein reines Kammerspiel-Drama ist, finde ich eigentlich sehr erfrischend, weil ich glaube, das wäre auf 90 Minuten nachher dann doch schwierig geworden.
Also so war ich sehr froh, dass es nachher dann doch in die Spannungsrichtung ging und auch ein erstaunliches Finale hatte. Ja, ich finde auch die Horrorelemente, die mit eingebracht sind, Ja. perfekt. Weil er hat ja teilweise Horroratmosphäre. Er macht ja Angst, er ist ja Sehr. bedrückend. Ach ja, was wir erwähnen müssen, unbedingt, Christian Süd, wie kann man den Film denn sehen? Man kann ihn auf Vimeo sehen. Da gibt es das Video-on-Demand-Programm. Wir können den Link natürlich gerne runterstellen. Da kann man ihn für einen kleinen Obolus entweder leihen, dann kann man ihn sich eine Woche anschauen, oder man kann ihn einfach kaufen. Dann kann man den quasi für immer sich Nenn anschauen. nun bitte die Preise, also das darfst du ruhig. Die Preise sind 2,99 fürs Leihen und 4,99 fürs Kaufen. Und ich würde empfehlen, kauft euch den Film direkt, denn DVD-Release sieht nicht so gut aus in absehbarer Zeit und das ist ein Film, den guckt ihr euch auch öfter an, garantiert. Definitiv, den zeigt man auch Leuten. Ja, eben, das ist Ja. so, um den Leuten zu zeigen, guck mal, man braucht nicht Millionen Beiträge, um einen guten Film zu machen. Genau, also das ist ein Film, den ich definitiv anderen Leuten zeigen werde. Also ich werde mich jetzt wahrscheinlich nicht selbst irgendwie fünfmal in 3 Monaten hinsetzen und den für mich alleine gucken. Aber das ist ein, ja, das ist ja, das macht man ja mit wenigen Filmen. Aber das ist ein Film, den werde ich doch definitiv vielen Leuten zeigen. Die sagen, hier, guck mal diesen Film an, den werden wir sonst nirgendwo zu Gesicht bekommen. Und ich plane den bei der nächsten Pantoffel-TV-Sendung, in der ich dabei bin, dann tatsächlich als Wunschfilm mitzunehmen. Ja, also vielleicht solltest du den tatsächlich auch mal in Eigenregie auf DVD pressen. Und wenn es nur eine 100er Auflage Vielen ist. Dank für euer ganzes Lob. Es freut mich natürlich sehr, dass euch der Film so gut gefallen hat. Ich muss sagen, ich selber bin natürlich auch sehr stolz auf den Film. Kannst du auch ohne Ja. weiteres. Also. Finde das sehr gelungen. Ich habe natürlich auch gehofft, dass er sozusagen eine Nummer größer dann wird, gerade hinten raus eben. Also er ist dann doch viel weniger gesehen worden und eben es ist dann doch kein Verleih zusammengekommen. Was man leider sagen muss, ist ein Schicksal, was sehr viele, auch sehr gute Independent-Filme trifft. Der DVD-Markt schrumpft und es ist einfach, große Filme verdrängen so viel, dass da halt einfach immer weniger Luft überbleibt. Und wie sieht das mit den Streaming-Anbietern aus, so Netflix oder Amazon oder so? Ja, müssen wir probieren, da ranzukommen. Also es sind schon noch einige Sachen angedacht. Ich kenne die Verdienstmöglichkeiten da jetzt nicht, ne, aber. Ja, also du verdienst fast nichts damit, dass das Ding auf Netflix läuft. Das sind Centbeträge, die da rumkommen. Also da müsste der Film dann schon wirklich Millionen und Milliarden mal geschaut werden. Aber natürlich, mir geht es ja auch darum, einfach, dass der Film gesehen wird. Was hast du so, wann hast du angefangen mit Filmen machen? Ich habe angefangen während des Studiums, also ich habe Anglistik studiert und habe dort relativ viel immer mit Film gemacht, habe auch Drehbuchschreiben gelernt, tatsächlich, weil ich dann in Amerika eine Zeit lang war. Und die ersten paar waren halt wirklich noch so halt auf, naja, selber gemacht, halt mit ein paar Freunden zusammengetrommelt. Das waren dann halt so die Lernfilme quasi. Ich hatte dann irgendwann angefangen, das war so 2003 rum, dass ich bei anderen Produktionen Mitarbeiter als Freelancer. Continuity und Regieassistenz und Aufnahmeleitung und so. Das ist auch eine Zeit lang dann wirklich weitergegangen. Wie gesagt, bei Shoppen zum Beispiel war ich jetzt Produktionskoordinator dabei. Und dann habe ich mich halt irgendwann konzentriert auf die eigenen Projekte. Also 2005 bzw. 2006, da habe ich meinen letzten großen Kurzfilm gedreht, das war Schlaflos. 40 Minuten mit Maxi Monischek und Stefan Mohr. Der lief auch eigentlich ganz gut, der ist über viele Festivals gelaufen und so, und dann war halt der nächste Schritt die Muse. Und die anderen Filme, kann man die auch bei Vimeo kriegen? Man kann auf Vimeo einige von den alten Filmen sich anschauen. Da habe ich einige von den alten Kurzfilmen, ich habe ein paar Musikvideos, die ich da gemacht habe. Jetzt von dem neuen, von Blank, muss ich noch schauen, wie wir den verwerten. Und ich habe auch wieder einen neuen jetzt gedreht, der wird jetzt dann bald fertig. Diesmal ein Mystery-Horror-Film namens Cinema dell'Oscurità. Okay. Das hört sich nach einer Hommage ans italienische Kino Ja, wie kommst du da drauf? an. Ich weiß nicht. Ich hab da so leichte Anflüge gemerkt, ja. Gibt es Ja, auch also Dr. das wird auch eine Freudstein? ganz spannende Kinogeschichte. Ja, bin wir gespannt. Ja. Aber generell, wie sieht's denn überhaupt aus? Ich meine, du wohnst ja nun mal in einem Nachbarland. Du wohnst ja nun mal nicht in einem deutschen Land. Wie sieht's denn mit der österreichischen Szene fantastische Filme aus? Schwierig. 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 Also ich kenne jetzt so aus dem Kopf kenne ich 4 Filme. Ja, und ich finde das interessant, weil du hattest vorab auch schon gesagt, irgendwie, ja, in Österreich passiert da einiges, was Ja. Genrefilm angeht. Und das ist ganz interessant, weil du das als Außenstehender halt so wahrnimmst. Denn wenn man hier ist, hat man nicht das Gefühl, dass hier irgendwas passiert. Also die Filme, die gemacht werden, sind halt wirklich so Einzelfänomene. Also ich nehme mal an, die, an die du denkst, sind Sachen wie
In drei Tagen bist du tot. 1 und 2. Ja. Das finstere Tal. Ja. Blutgletscher. Ja. Und ich sehe, ich sehe. Ja, da hast du sie ja. Ja, und da hört es dann aber auch schon auf. Ja, aber die sind zumindest alle im Kino gelaufen. Ja, wobei man dazu sagen muss, auch nicht alle sehr gut. Also, zum Beispiel Blutgletscher lief nicht wahnsinnig gut. Der ist aber auf Netflix ein absoluter Hit. Ja, ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass das Ding komplett verschwindet oder so. Ja, das will ich nicht behaupten. Aber es ist jetzt nicht so, dass diese Dinger so den riesen Durchbruch bedeuten würden, weil dann würden sehr viel mehr entstehen. Es ist immer noch so, dass wenn du, also Produktionsfirmen, schreckt der Gedanke an Genrefilm immer noch ab, die sind hier schwer vermarktbar. Auch die Förderstellen, und das ist in Deutschland ja auch nicht anders, dass Film immer sehr viel von Förderung lebt, dass die einfach ja nicht sehr viel mit Genrefilmen anzufangen wissen. Aber wenn ich an bundesdeutsche Genrefilme denke, da habe ich in den letzten 10 Jahren eigentlich nur den Stang. Und der hat sich versteckt hinter amerikanischen Produzenten, amerikanischen Schauspielern und einer in Englisch gedrehten Fassung. Ja, es gab auch in Deutschland eigentlich einige Genrefilme, aber da ist es eben ähnlich. Das sind so Einzelfälle, die dann halt auch oft wieder verschwinden. Also es gab diesen Hacker-Thriller, wie hieß der, Who Am I? Hm. Der Schweighöfer dreht ja jetzt für Amazon eine Serie, Wanted, wo es auch um Hacker geht. Aber in 3 Tagen bist du tot, der war auch hier recht groß. Der lief hier auch wirklich in den großen Kinos und auch 2 bis 3 Wochen lang. Ja, also das ist heißt schon was. In der heimischen Videothek damals war der auch recht flächendeckend vertreten. Ja, aber in 3 Tagen bist du tot hat ja wirklich auch jeder hier geglaubt, dass das jetzt so ein Startschuss ist, ja, dass jetzt plötzlich viel passiert. Ich habe über in 3 Tagen bist du tot auch mal auf uns ins Dachboden geschrieben. Ich finde, die Qualität des Films liegt auch gar nicht mal so sehr drin, dass das jetzt ein österreichischer Horrorfilm ist oder so, sondern es ist eines der wenigen Male, dass junges Kino aus Österreich tatsächlich kommt. Mhm. Da sind junge Leute und da geht's irgendwie um Jugend. Es ist kein Kottern-Darsteller drin, ne? Nee, und generell, es geht nicht um Leute, die ganz, ganz unten an der sozialen Leiter hängen und so irgendwie vor sich hin siechen, alkoholkrank und irgendwo im Gemeindeplattenbau sich dem Inzest hingeben oder was immer der österreichische Film sonst so gerne abfeiert. Das brauchst du aber, um Förderung zu kriegen. Aber das ist hier in Deutschland nicht anders. Ich wollte gerade sagen, in Deutschland ist es ja auch eher selten, dass da... Man muss immer den Social Touch haben, damit man überhaupt irgendwelche Förderungsgelder abkassieren kann. Wobei ich immer noch nicht weiß, wie du das geschafft hast bei der Muse. Aber Gott sei Dank hat es geklappt. Ja, bin ich auch froh. Das BKM hat tatsächlich ein bisschen... Also das Risiko ist in die eingegangen, dass sie das mitfördern. Wir haben es natürlich auch bei anderen Förderstellen probiert. Der FFF Bayern, also die Film- und Fernsehfonds Bayern, die haben das ja einhellig abgelehnt. Also 16 Gremiumsmitglieder haben 16-fach gesagt nein, weil ihnen das Ganze zu brutal war. So ein Witz. Absoluter Hohn. Dabei ist er ja gar nicht so brutal. Ja, psychologisch ist er schon brutal. Ja, aber es ist auf FSK 16 Niveau, ja, seien wir ehrlich. Er hat auch eine FSK 16. Ja. Ach, siehst du, habe ich ja gut geschätzt. Das war auch immer das, was ich gesagt habe, der Film wird auf einer FSK 16 landen, daraufhin inszeniere ich das, weil das wird kein harter Horrorfilm oder ein Splatterfilm oder sonst irgendwas. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, haken wir die Muse mal ab und ehe wir zu unseren beiden Meisterwerken kommen. Na Christian, jetzt fühlt man sich... Wir sind unwürdig. Man fühlt sich echt irgendwie jetzt... Ich fühle mich so ein bisschen wie Bruno Mattei, der James Cameron sagt, ich habe Terminator 2 gedreht. Okay, da kommen wir dann gleich zu. Wir machen jetzt eine kurze Pause, spielen ein wenig Musik noch aus der Muse. Dann hören wir unsere Hörerpost.
Ja, okay, dann kommen wir jetzt mal zur Hörerpost. Ist diesmal nicht ganz so wild gewesen wie bei der letzten Episode, aber das war ja dann auch die Post auf die allererste Episode. Da ist ja meistens etwas mehr Action. Diesmal haben sich zwei unserer Hörer schriftlich geäußert. Beginnen wir mal mit dem Bernd aus Wuppertal, der uns mitteilt, dass angeblich unser Mikro nervt, weil immer Sekunden fehlen. Ich weiß gar nicht, worauf der da sich bezieht. Ist dir da irgendwas klar, Christian? Keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht macht Skype manchmal so ein Zitterig, aber gut, das wärst du ja eigentlich, wenn du es bearbeitest. Ne? Ja eben, dann nehme ich es ja normalerweise raus. Also bis jetzt hat sich sonst keiner beschwert. Gut, halten wir das mal im Hinterkopf. Wenn sich irgendjemand gestört fühlt durch die Soundqualität, soll er uns da doch bitte sagen, damit wir was dran ändern können. Aber er schreibt auch, von Cat People hat er kaum was in Gedächtnis und das Cat People Remake hat er einmal gesehen, aber von beiden hat er wirklich nur den Bowie-Song und die Swimmingpool- bzw. Bussequenz in Erinnerung. War also nicht so sein Ding. Gut, wir können es nicht allen Leuten recht machen. Vielleicht kommt er heute mit der Episode etwas besser klar. Er findet uns auf alle Fälle besser als das derzeitige Angebot an internationalen Podcasts. Das finde ich schon mal ein sehr großes Lob. Und er schlägt uns vor, für den nächsten Baddie des Monats Frontiers zu nehmen. Das ist ein französischer Horrorfilm, der komplett ohne sympathische Figuren auskommt, seiner Meinung nach. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte den nicht für einen Baddie. Nee, Betty ist es nicht. Ne? Nicht gerade einer der Filme, wo ich sage, oh, den freue ich mich, den nochmal zu sehen. Nee. Aber Freude strahlt der Film generell nicht aus, das stimmt. Nee. Aber er ist auch nicht insofern ein Betty, dass man daran Spaß haben könnte, den lustig zu besprechen. Nee, das funktioniert wahrscheinlich nicht. Ansonsten hat der Bernd noch Themenvorschläge für uns, die ich auch gar nicht so uninteressant finde. Er meint, es gibt schon 4 Invasion of the Body Snatchers Varianten, stimmt tatsächlich. Hm. Und 3-mal The Thing. Und er vermutet, The Thing würde uns näher liegen. Da wage ich zu widersprechen. Na gut, mir liegt The Thing natürlich sehr nahe, weil ich ja über John Carpenter meine Magisterarbeit seinerzeit geschrieben habe. Mir liegen 2 The Thing-Filme auch sehr nahe, ja. Ja, ich mag den alten auch. Ich habe den neuen nie gesehen, dieses Prequel. Also, Prequel... Der ist gar nicht so schlimm. Ja, ich höre immer, ist gar nicht so schlimm, aber ich muss ja immer gestehen, er interessiert mich einfach überhaupt nicht, weil ich muss nicht wissen, was in dieser norwegischen Station passiert ist, weil ich sehe das in Carpenters Film. Was man bei dem neuen sagen muss, ist, das ist kein besonders guter Film und kein wichtiger Film. Sie haben es aber, es ist ihnen sehr gelungen, die ganzen Settings aus dem Original wirklich 1:1 nachzubauen. Also es sieht wirklich exakt so aus, wie es an der Norweger Station aussieht, wenn da Kurt Russell auftaucht. Die Puzzlestücke passen sehr gut ineinander, das stimmt schon. Also auch sehr der Leichenfund aus dem Carpenter-Sing mit dem gespaltenen Schädel. Du kriegst ja jetzt in diesem Prequel kriegst du gezeigt, wie das passiert ist. Das Problem ist, der Film hat einfach nicht die Atmosphäre. Also ich möchte den Film auch für den Podcast nicht nochmal gucken. Aber trotzdem, die beiden Vorschläge sind ja jetzt mal nicht so schlecht. Wir halten es mal so im packen es mal in die Liste mit rein. Kommen wir mal zu unserer zweiten Leserpost. Christian, möchtest du die mal gerade so ein bisschen zusammenfassen? Ja, das hat der Flo geschrieben. Ja, das ist ein Stammhörer auch, ne? Stammhörer, und ich finde das total brav von ihm, weil, das muss man vielleicht dazu sagen, dir, das ist dein Sohnemann. Aber ich zwinge ihn nicht, Reviews zu schreiben. Er macht das wirklich freiwillig. Das ist grandios. Also mein Sohnemann macht das nicht, was vielleicht daran liegt, dass ich gar keinen Sohnemann habe. Aber Christian, Nord, was ist mit deinen Kindern? Die schreiben noch keine Reviews, die sind ja erst 6. Also, die können aber schon mal was sagen. Reden können die doch schon, oder? Doch, reden können die schon, ja. Wenn du jetzt spätestens, wenn ihr Papa hier zu Gast ist, ja, dann können die sich das anhören und dann können sie sagen, ja, wir freuen uns auch auf Exorcist 3 Directors. Ja. Nee, die sind zurzeit eher so bei Bud Spencer und Terrence Hill und bei Star Wars. Ja gut, gegen das Letzteres kann ich nichts einwenden. Wo ich gerade sage, also da sind sie beim Bier ja jetzt nicht ganz verkehrt. Flo möchte uns doch nochmal Pride and Prejudice and Zombies ans Herz legen. Das kann er natürlich gern probieren. Ich meine, gucken werden wir sowieso alle.
Würdest du den ignorieren, wenn der dir ins Haus flattert? Mir ist der komplett wurscht, der Film. Also dadurch, dass meine Frau Sinn und Sinnlichkeit damals gerne geguckt hat, werde ich den bestimmt gucken mit ihr. Genau, siehste. Das ist ein Date-Movie. Wobei sie zurzeit am liebsten Walking Dead guckt. Also passt das perfekt. Ja, besser geht's gar nicht. Da kommen Interessen zusammen, das glaubt man gar nicht. Der Flo legt uns außerdem ein Biopic über David Foster Wallace ans Herz namens The End of the Tour. Einfach nur, weil ich gesagt habe, dass ich Filme über Menschen sehen möchte. Da werde ich mich also mal kundig machen, was diesen Tipp angeht. Ja, also ich habe noch Rückmeldung gekriegt vom Christoph, das ist der Dr. Wiley, der mit mir zusammen den Lichtspiel-Podcast macht. Dir, es wird dich freuen, er hat sich wegen deiner Schwärmerei Martyrs angeschaut. Super. Er stimmt dir allerdings nicht zu, dass es der 2001 des Horrorfilms wäre. Das hatte ich mir fast gedacht. Mit der Meinung stehe ich auch ziemlich alleine da. Er war außerdem so enthusiasmiert, dass er auf meine Schwärmerei zu Katzenmenschen hin losgezogen ist und sich Katzenmenschen gekauft hat und den Soundtrack gekauft hat. Also das heißt, wir haben schon mal jemanden dazu gekriegt, seine Filmsammlung zu vorkomplettieren. Genau, wobei ich dazu sagen muss, dass das bei Christoph öfter mal der Fall ist. Er hat auch jetzt, wo ich über The Cheerleaders auf Wilsons Dachboden geschrieben habe, sich dann brav The Cheerleaders gekauft. Das ist ein guter Kunde. So müssen alle unsere Hörer sein. Das war's mit der Leserpost. Wir melden uns gleich wieder und besprechen Dark Footage von Christian Jürs und daraus hören wir uns jetzt ein kleines Stück an. Aus diesen wohlig düsteren Synthesizer-Klängen schält sich nun die Kurzfilm-Compilation Dark Footage heraus, die unser Gast Christian Jürs herausgebracht hat. Christian hat darauf ein paar Kurzfilme von sich zusammengestellt, die wir uns angeschaut haben und jetzt besprechen werden. Dir, sag mal. Ja, also erstmal ist es jetzt relativ schwierig. Wir können jetzt nicht 8 Kurzfilme besprechen. Dafür haben wir leider nicht die Zeit. Deshalb habe ich mir gedacht, ich nehme mir die heraus, die mir am meisten zugesagt haben. Da bin ich gespannt. Mein Favorit, das habe ich auch schon öfter verlautbaren lassen, ist Der perfekte Antrag. Und nicht nur, weil der Film mit fast 3 Minuten der kürzeste auf der ganzen DVD ist. Es geht um eine junge Frau, die vor dem Spiegel trainiert, wie sie ihrem Freund einen Heiratsantrag macht. Und das ist einfach niedlich gefilmt, hübsch geskriptet, gut gespielt und endet nach 2,5 Minuten mit einem wunderschönen Plot-Twist, der nicht so unbedingt vorhersehbar ist. Und ja, ich weiß nicht, das ist so ein 3-Minuten-Film, der genau auf den Punkt kommt und der also die Qualitäten einer No-Budget-Produktion und die Möglichkeiten einer No-Budget-Produktion schön ausnutzt, ohne überambitioniert zu sein. Das war so mein Liebling. Was sagt Christian Süd dazu? Also mein Favorit ist dating.com. Das Interessante ist, weil also ähnlich. Wir haben jetzt beide nicht die Horrorsachen und so ausgewählt, sondern sind Sachen, die ein bisschen anders sind. Das ist der Realitätshorror. Also dating.com, das springt hin und her zwischen zwei Menschen, die ein Profil beim Online-Dating betreiben und sich da irgendwie kennengelernt haben und beide reden halt darüber, wie sie das so handhaben mit dem Online-Dating und das klafft dann doch recht auseinander. Mhm. Man sieht sozusagen dann alles, was passieren wird, wenn die zwei aufeinandertreffen, sozusagen wie so ein Zugunglück an sich heranrollen, ohne dass der Film das dann tatsächlich weiter auswalzt, sondern es endet dann wirklich damit, dass der Mann dann bei ihr vor der Tür steht und fertig. Auch das eigentlich sehr, sehr einfach gefilmt. Man muss auch dazu sagen, der sympathische junge Herr wird vom Regisseur selber gespielt. Und sogar gut gespielt. Was ich auch gerade sagen, ich finde, das macht das sehr gut. Man sieht ihn überhaupt in einigen von den Kurzfilmen und ich sehe ihn sehr gern in seinen Filmen. Ich finde, er macht das sehr fein. Und hier, also das, gerade diese Rolle, die ja auch eben, also wenn ich sympathisch sage, ist das natürlich ironisch gemeint. Gerade an der Rolle hat er sehr viel Vergnügen, das gefällt mir.
Ja, die hatte ich tatsächlich. Und also auch mir gefällt einfach bei dem Film wirklich diese ganz simple Herangehensweise, weil du hast ja eben zwei Leute, die halt sich zur Kamera hin äußern. Die Szenerie wechselt dann manchmal so ein bisschen, also man sieht dann den Mann auch mal beim Rasieren oder so, wie er weiterredet. Aber prinzipiell ist das wirklich ganz, ganz einfach gemacht und es entspinnt sich dann aber trotzdem irgendwie so eine sehr nette Geschichte. Wie gesagt, das, was dann eigentlich passieren wird, ist ja das, was man nicht im Film sieht, aber was man sozusagen angekündigt kriegt durch diese zwei unterschiedlichen Menschen. Sag mal, Christian, wann hast du angefangen mit Filme machen? Wann habe ich angefangen? Ich habe in den frühen 90ern bei Kai Kinnert, das ist ein Lübecker Filmemacher, den habe ich euch ja auch schon ans Herz gelegt. Der spielt auch irgendwo mit in einem von den Der Filmen? spielt, der spielt beim Liebeszauber den Staubsaugerverteidiger. Den Staubsaugerverteidiger, genau. Genau, genau. Herrlich. Schöne Nebenrolle. Sehr schön. Und der hat mich damals gefragt, ob ich bei seinen Filmen irgendwie helfen würde. Also ich habe, es gab einen Film, den er mit einer Freundin gedreht hat und die haben auch nur zu zweit gedreht und ja, das war so eine Liebesgeschichte, die übers Telefon funktionierte und fürs Finale, wo sie halt aufeinandertreffen, brauchten sie halt jemanden, der die Kamera hält. Das war so meine ersten Begegnungen. Ich fand seine Filme immer recht gut und dachte, Mensch, das probierst du auch mal. Und dann haben wir auch gemeinsam noch ein Filmchen gemacht, Heimwerker, den findet man auch noch auf YouTube. Der wird aber auch auf eine der nächsten DVDs gehen. Links setzen wir unten in die Shownotes. Das kriegen wir hin, ja. Oder kriegt ihr hin. Und ja, das war also mein erster eigener Film, den ich dann gedreht habe. Das war eine Katastrophe. Das war mit Leuten aus dem Freundeskreis, mit meiner damaligen Freundin und dem anderen Pärchen. Das sollte dann auch so eine Beziehungsgeschichte werden und ist völlig aus dem Ruder gelaufen, weil ich A, angefangen habe zu drehen, bevor ich ein fertiges Drehbuch hatte. B, noch keine Ahnung hatte, wie man einen Film dramaturgisch aufbaut und das einfach nachher eine Ansammlung von Szenen war. Große Katastrophe war, dass A, gerade die Freundin des Bekannten überhaupt nicht spielen konnte und B, die sich auch noch während des Drehs getrennt haben. Ja, wie passend. Ja, netterweise ist dann irgendwie beim Schnitt auch noch von dem Material, was ich hatte, hat dann das Schneidegerät das Band angefressen, wodurch viele Szenen wie unter Wasser klangen. Man sieht sogar eine dieser Szenen im Bonusmaterial hier. Spielt in der Horrorvideothek Video Hello aus Lübeck damals, wo ein kleiner Junge Horrorfilme leihen will. Ja, das waren so die Anfänge. Und dann habe ich ein paar Kurzfilme gedreht, die mich meistens immer aus aktuellen, was ich gerade erlebt habe, so als meine damalige Freundin mit mir Schluss gemacht hat, habe ich einen Film gedreht, Wer anderen eine Grube gräbt, in dem sich ein Typ seiner untreuen Freundin entlegen will. Und das sowas gab es halt häufiger, solche, also... Ich habe einen Film über Kopfschmerzen gemacht, nachdem ich eine ganz fiese Migräne mal hatte und ständig das Telefon geklingelt hat. Das habe ich in dem Film auch eingebaut. Ja, hab dann irgendwie 7 Jahre gar nichts gemacht und habe dann 2008 wieder die Kamera in die Hand genommen und habe erst ganz schlechte Filme gedreht, die ich trotzdem demnächst auch mal veröffentlichen werde im Neuschnitt in einer Grindhouse-Fassung. Und seither drehe ich eigentlich, wenn ich Zeit habe. Du drehst ja ziemlich viel. Also die Kurzfilme, die da auf der Compilation sind, glaube ich, alle so zwischen 2013 und 2015 entstanden. Ne? Genau. Ist ja eine ganze Menge eigentlich. Aber keiner dieser Filme hat mehr als einen Tag Drehzeit. Doch einer hat 2 Tage. Der Raw Footage. Nee, eben nicht. Nee, den habt ihr an einem Tag gedreht? Den haben wir an einem Tag gedreht. Also um die Hörer jetzt mal darauf einzustimmen, Raw Footage ist, sag ich jetzt mal, Christians Blair Witch Project. Genau, das war so die Idee, das kann man doch ganz einfach machen, das machen wir mal auf die Schnelle. Mhm. Den haben wir tatsächlich an einem Tag zwischen 12 und 19 Uhr gedreht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, der ist, glücklicherweise ist er kürzer als Blair Witch Project. Der geht 37 Minuten geht er. Genau, mit 40 Minuten ist er erheblich kürzer und er funktioniert deshalb besser, weil er ein Ende hat. Und das hatte Blair Witch ja nun nicht. Nee. Also wie gesagt, ich muss sagen, für No-Budget-Produktionen ist das wirklich beeindruckend, da wir ja in Deutschland doch andere No-Budget-Produktionen gewohnt sind, normalerweise. Was ich sehr interessant finde, eben, wenn man sich diese Gesamtheit der Kurzfilme anschaut, eben, dass das sehr unterschiedliche Dinge sind. Also ich war so ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt, weil ich weiß nicht, ob es die Reihenfolge jetzt war, wie ich es dann angeklickt hatte oder so, aber ich hatte den Dark Romance gesehen. Und was war der Titel Verlorene vom Seelen. Zweiten? Verlorene Seelen. Das ist tatsächlich die Reihenfolge auf der DVD. Ist tatsächlich nicht meine Absicht gewesen, dass die in die Reihenfolge kam. Die DVD hat ein Kumpel erstellt. Das war gar nicht so mein Wunsch.
dass die direkt ineinander laufen. Also da dachte ich mir dann noch, ah, okay, das wird jetzt immer so auf der Schiene laufen und dann kommen aber ganz andere Geschichten und die eben dann auch manchmal viel witziger sind und dieses Online-Dating zum Beispiel, das ist ja dann überhaupt keine Horrorgeschichte und das mit dem Leb wohl Natalie, das ist eine ganz andere Art von Geschichte und eben du hast dann so ein Found-Footage-Ding drin, das schaut einfach anders aus als die anderen. Es ist immer das, wo ich gerade drauf Lust habe. Zum Beispiel der perfekte Antrag, der ist entstanden, weil mein befreundeter Kameramann, also mittlerweile, der hatte damals das in der Abendschule gelernt und hatte als Hausaufgabe, sie müssen einen Kurzfilm von 2 bis 5 Minuten Länge abliefern. Und er rief mich völlig verzweifelt an, ich habe keine Ahnung, was ich drehen soll. Da war ich gerade beim Badezimmer putzen und meinte, ich lege jetzt auf, ich putze das Badezimmer und als ich dann fertig war beim Putzen, habe ich ihn angerufen und meinte, pass auf, Frau vom Spiegel übt den Hochzeitsantrag. Und dann haben wir den Film 2 Abende später gedreht. Ja, also so ist der zum Beispiel Also entstanden. der hat leider den Nachteil, ich habe einen Kurzfilm gesehen, wo ich jetzt auch den Titel nicht parat habe, wo Götz Otto mitgespielt hat. Und das ist im Okay. Endeffekt diese Idee nur halt umgekehrt. Also er redet halt ne, von Wille und Liebe und so. Und dann irgendwann siehst du sie, die halt sozusagen gezwungen ist. Der hat dann aber noch so einen zusätzlichen Twist dazu. Okay. Und da ich den halt dann kannte, hatte ich dann natürlich schon im Kopf, ah, okay, das wird auf das hinauslaufen. Also. Und wie gesagt, das war auch nur so eine spontane Idee. Übrigens, es taucht ja Blut in dem Film auf, das ist übrigens echt. Wir kamen mit Kunstblut an und der besagte Darsteller, was mein Kameramann jetzt bei den meisten Filmen ist, meinte so, ah, Kunstblut sieht doch scheiße aus, ging ins Badezimmer, nahm eine Rasierklinge und hat sich irgendwie 10-mal Nein, in die Stirn geritzt. das ist mal Doch. wirklich Commitment. Und das lief auch wie Sau teilweise runter, also das ist echt übel gewesen. Man könnte es natürlich auch Naja. doof nennen, aber. Ja, war immerhin ein super Effekt. Mich erinnert das an diese Geschichte von Andrew W.K. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Sagt mir jetzt so gar nicht. Der mit diesem Party Hard, diesen Rocksong damals hatte. Und auf dem Cover ist er ja mit so einer zermatschten Nase, wo es Blut rausläuft. Und die Geschichte dazu war immer, dass er ins Badezimmer gegangen ist und sich mit dem Ziegelstein auf die Nase geklopft hat Boah, gut. vor dem Foto. Gut, das Au. erhöht ja das Denkvermögen. Super Idee. Ja, also generell, Autsch. ich würde jetzt mal, fassen wir mal kurz zusammen. Ich würde schon sagen, unseren Lesern oder unseren Hörern sollte man diese Filme tatsächlich ans Herz legen, oder? Kann man denn an die Meisterwerke rankommen? Also zurzeit biete ich sie bei Filmundo an. Da habe ich sie reingestellt. Wenn man einen Hauch günstiger rankommen will, also quasi, ich habe da jetzt nochmal 2 € draufgeschlagen wegen der Einstellgebühren und so, mit dem Porto. Also wenn man mich über Facebook anschreibt oder mir eine E-Mail an cjurs@gmx.de schreibt, cjurs, CJURS, dann gibt's die für einen Zehner mit Porto, also inklusive Und Porto. wer dich nicht bei Facebook findet, kann bei mir in die Freundesliste gucken, da bist du ja auf alle Fälle drin. So, Vielen und Dank. jetzt atme ich tief durch. Ja, der dritte Film, beziehungsweise das dritte große Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Auch Dia hat einen Film gedreht, der ist 1990 erschienen, der ist schon Ende der 80er Jahre entstanden, zusammen mit Stefan Lenzen, der dann auch noch eine ganze Zeit lang andere Independent-Filme gemacht hat. Der Film, um den es hier geht, heißt Zander und es ist kein Biopic von Frank, sondern eine Geschichte, die sich auf den Hitchcock-Ausspruch stürzt, dass der ganz gerne mal einen Film machen würde, der nur in einer Telefonzelle spielt. Mit Colin Farrell von Joel Schumacher gab es 2002 so einen durchaus spannenden Versuch. Zander ist da tatsächlich 12 Jahre vorher dran. Ja, der nicht auflegen war ein Remake, oder? Ja, wir haben aber nichts dafür bekommen. Und Das was ist man eine dazu Frechheit. sagen muss, die Musik stammt von Chris Hülsbeck, der auch heute eigentlich der namhafteste aus der Branche fast ist. Ja, wir haben schon über Kammerspiele geredet, jetzt mit der Muse. Ich war auch ganz fasziniert, den ganzen Film in dieser Telefonzelle spielen zu lassen. Ja, Zander geht um einen Mann, der in einer Telefonzelle gefangen ist Jo. über mehrere Tage und partout nicht rauskommt. Als Kurzzusammenfassung, oder? Ja, man muss dazu sagen, er wird offensichtlich nicht gesehen von den Leuten von außerhalb. Sobald er in dieser Stimmt. Telefonzelle gefangen ist, ist er wie weggeblasen sozusagen. Und das ist dann schon fast so ein moderner Ansatz. Also das war 1990 sicherlich noch anders.
es kommt kein Mensch in diese Telefonzelle. Es macht nie jemand die Tür auf und schaut zu diesem Mann rein, wo man immer drauf hofft. Ja, heutzutage wäre das wahrscheinlich tatsächlich so, wenn man in einer Telefonzelle gefangen ist, kann man da dann durchaus mal 7 Tage stehen, ohne dass irgendjemand sonst das Telefon benutzen muss. Ja, wir haben die Telefonzelle auch extra einsam ausgewählt. Ne? Also es ist schon eine bewusste Auswahl gewesen, eine Telefonzelle zu nehmen, die vor einer Kirche steht, wo sonst nichts ist, außer Landstraße, Kirche und Telefonzelle. Also es ist eine tatsächliche Telefonzelle, in der ihr gedreht habt. Ja, das ist kein Set. Eine wunderschöne gelbe Telefonzelle sogar noch. Mit Münzeinwurf. Also ich habe mir ja immer gewünscht, und das ist aber, war mir dann immer klar, dass das ja quasi unter den Produktionsbedingungen nicht machbar ist, dass dieser Mann, der da gefangen ist, etwas probiert, wie man ja, also man denkt diese Situation ja selber mit, ja, man überlegt sich, was würde ich selber machen, und er macht sehr viel davon, mit Klopfen und Rufen und dies und jenes und jemanden anrufen oder so, aber dann denke ich mir immer, ja, ich würde zum Beispiel probieren, ob ich die Decke von der Telefonzelle irgendwie demontieren und kaputt machen kann oder das Glas zerstören kann mit irgendwas. Das versucht er ja auch. Ja, halt sehr, sehr halbherzig gewissermaßen, ne? Ja, man muss der ja, sonst wäre die Telefonzelle ja kaputt gegangen. Das ist quasi so diese Einschränkung, die man sozusagen mitnehmen muss durch die Produktionsbedingungen. Das kann man, glaube ich, auch aufgrund der Zeit 1990, wenn man bedenkt, wie Amateurfilme damals aussahen. Ich meine, das ist ja auch, glaube ich, mit 2 Videorekordern geschnitten, oder? Der ist mit 2 Videorekordern geschnitten, mit 2 Audiotapes, der Ton gemixt und mit einer Kamera gedreht. Ja, das ist damals ganz schön schwer gewesen noch, und das ist also für die Zeit, wenn man bedenkt, was da sonst so kam, so, ich meine, das ist ja, glaube ich, so die Zeit von Violent Shit. Ja, absolut. Ne? So, und das ist ja so das, was sonst so in Deutschland kam, darüber wollen wir ja noch reden. Da ist das schon eine originelle und witzige Idee, also ich denke, wenn du ihn heute drehen würdest, wäre er bestimmt keine 58 Minuten mehr lang. Nee. So. Ja. Jetzt so 26 Jahre später. Ja, heutzutage hätte man auch die Möglichkeiten, sag ich mal, anders vom Schnitt her zu arbeiten. Wir haben da ein paar Einstellungen drin, die 3 bis 4 Bilder dauern. Ich meine, du kannst dir vorstellen, wie wir mit Videorekordern da gearbeitet haben. Naja, ich weiß, ich habe meine ersten Sachen damals auch. Deswegen, also wenn man den Film heute sieht, muss man das ja berücksichtigen. Und dafür finde ich ihn also erstaunlich witzig. Und er hat ja auch eine wirklich witzige Pointe nachher. Naja, ja, ich war immer der Meinung, doch. Sie war sehr offensichtlich. Ich habe auch drauf gewartet. Ja, auf die, ne? Ich dachte, sicherlich, aber deswegen ist es trotzdem witzig, also für das, ich meine, man darf nicht vergessen, das Ding ist 26 Jahre alt. Ich habe auch sehr bewundert, dass das einfach die Ambition des Ganzen, also es ist erstens wirklich eine sehr originelle Idee, und sie wird auch, finde ich, schön durchgearbeitet. Also eben von, was ist der nächste Schritt, was passiert dann und so. Gerade auch, wie du jetzt bisher gesagt hast, was sonst im Independent-Bereich, wenn überhaupt, passiert ist. Ja. Das ist tatsächlich was eine Geschichte erzählt. Das gefällt mir sehr. Und dann eben auch die Ambition, einerseits quasi diese geringen Mittel einzusetzen für die Geschichte. Also so nach dem Motto, ja, wir können nur an einem Ort drehen, wir nehmen halt jetzt den einen Ort. Aber gleichzeitig legt man sich ja damit dann auch sehr viel Beschränkungen auf. Ja. Also ihr müsst das dann tatsächlich durchziehen mit dieser Telefonzelle, mit der ihr ja auch nicht sehr viel machen könnt. Also wie gesagt, ihr habt sie ja nicht gebaut in irgendeiner Form. Das ging gar nicht. Also das fand ich sehr faszinierend zuzugucken, wie ihr mit dem auch umgeht, was ihr da selber sozusagen aus dem Hut gezaubert habt. Jetzt muss ich auch sagen, also das Drehbuch ist ja auch, also die Idee ist grundsätzlich, hat der Stefan uns die mal irgendwann auf einer Party präsentiert und hat gesagt, der Typ geht in die Telefonzelle und kommt nicht mehr raus. Und das komplette Drehbuch ist dann eigentlich so in Trinkerlaune entstanden. Also auf verschiedenen Partys wurde immer mehr durchdiskutiert, was muss der Mann denn jetzt noch erleben? Was können wir den denn jetzt noch antun? Wie können wir den jetzt noch quälen? Das ist euch ganz gut gelungen. Ich glaube, dieser Hang zum Sadismus kommt auch gewaltig durch. Also und dieser Hang zum, sage ich mal, sehr schwarzen Humor. Er sieht auch gut aus nachher. Ja. Das Make-up, das ist übrigens auf meinen Schultern gewachsen.
Wie habt ihr denn generell das so aufgeteilt? Weil man sieht im Abspann dann, du und Stefan Lenzen, ihr habt quasi beides immer zusammen gemacht oder ihr habt den Ja. Credit dafür immer beide zusammen. Wie hat sich das aufgeteilt, eure Regie oder eure Kamera? Wie? Ja, es ist halt recht schwierig. Ich meine, dadurch, dass Stefan ja die ganze Zeit auch vor der Kamera tätig war, war es eben so, dass wir dann sehr schnell gemerkt haben, er kann nicht selber Regie führen, er kann selber seine schauspielerischen Leistungen gar nicht mehr, so überhaupt nicht beurteilen, weil man hat eben nicht den Monitor daneben stehen, wie man das heute hat. Man kann dann höchstens durch die Kamera nochmal durchgucken und so auf dem kleinen Monitor kontrollieren, wie war die Einstellung. Und da musste ich ihn dann eben, ja, sag ich mal, quälen. Ne? Ich musste ihn also immer zu Leistungen prügeln. Was mir auch, muss ich sagen, so im Nachhinein relativ gut gelungen ist. Also er spielt ja wirklich nicht schlecht in der Rolle. Ne? Das, Nee, das also stimmt. das bringt er gut rüber. Und ansonsten, ja, Schnitt, Drehbuch, das war alles eine Gemeinschaftsarbeit von dem ganzen Team. Ne? Wo ich also sehr, sehr stolz drauf bin, ist eigentlich so dieser Break zum Ende des Films hin. Wenn man genau hinguckt, man hat ja immer so diese Einblendung, erster Tag, zweiter Tag und dann nach dem fünften Tag kommt direkt der siebte Tag. Und da macht der Film ja auch stimmungsmäßig einen gewaltigen Dreher. Und ich glaube, das ist uns recht gut gelungen. Das macht den Film heute auch aus. Deshalb kann man den, glaube ich, auch noch gucken. Wären wir nur humorvoll geblieben, wäre es schwierig gewesen. Also das ist euch gelungen. Ja? Ich finde, das ist vorher aber auch schon Muss ich. spürbar. Also allein sobald man auch merkt, zum Beispiel, dass er nicht gesehen wird von den Leuten, dass er nicht wahrgenommen wird, hat das halt so einen sehr existenzialistischen Touch dann dazu da, ja. Das ist nicht nur albern, dass er die Tür nicht aufkriegt oder so, sondern da passiert irgendwas mit ihm und es wird ja so ein bisschen suggeriert, dass das ja auch gewissermaßen eine Strafe ist für ihn in irgendeiner Form. Er soll was lernen. Ja. Man sieht ihn da vorne, kurz vorher, da irgendwie am Telefon rumbellen und den großen Chef raushängen lassen und so weiter. Und später, wenn ihm das dann wieder passiert, quasi mit der Pointe hinten, wird ja dann auch so gesagt, okay, er hat leider nichts gelernt, also muss das wieder so weitergehen mit dem, was er macht. Ja, so der Twilight Zone Ende Genau, halt. ja. Ne? Ich wollte gerade sagen, es kam mir sehr vor wie Ja. Twilight Zone, was wir da gesehen haben. Es war ja auch geplant als ein Teil eines Episodenfilms. Also wir hatten Okay. drei Episoden geplant. Zander als erste Episode, als zweite Episode war eine Sache namens der Stimmungstöter geplant, wo einer hobbymäßig auf Partys geht und alles auf der Party mehr oder weniger kaputt macht, also Sand in die Plattenhüllen schmeißt und das Okay. Klopapier abrollt und ins Klo schmeißt und das Klo verstopft ist und solche Sachen. Auch wieder mit der Pointe, dass er dann am Schluss umgebracht wird. Und der dritte sollte dann reiner Splatterfilm werden, von dem wir dann auch komplett abgesehen haben, weil zu dem Zeitpunkt dann auch schon ziemlich viele dumme Splatterfilme da waren, mit denen wir nicht verwechselt werden wollten. Nein, aber was Ja, ich da gab's meinte, war viele. einfach wirklich, dass wir in der ersten Hälfte auch sehr viel Slapstick und sonstigen Humor drin hatten. Also ich sag mal, die Stellen, wenn der Lutz, also der eine Typ, sein Brot gegen die Scheibe schmeißt und die Salamischeibe so langsam daran runterrollt, das ist ja nun nicht ernst zu nehmen. Ja, und ich glaube, der Gag funktioniert auch ganz gut. In dem Schlussabschnitt haben wir keinen Humor mehr drin. Da sieht man wirklich, der Typ ist mittlerweile gebrochen. Was auch ganz Ja. interessant ist, ein Mensch, den wir schon erwähnt haben heute, ist ja auch dort zu sehen, nämlich unser Hörer Florian, dessen Ja. Leserpost wir vorgelesen haben. Der war was, 2 Jahre alt oder so, wo ihr das gedreht Ja, habt? anderthalb. Anderthalb, Genau. ja. Ja, der hat eine Gastrolle. Und meine Tochter hat auch eine Gastrolle, das sieht man nur nicht. Das ist eine sehr effektive Gastrolle Okay. dann, ja. Ja, die ist dann noch im Bauch meiner Ex-Frau. Ach so. Ja, und Christian Kessler ist auch drin. Und Roland Danielzig. Das ist ja wie so ein Klassentreffen rückwirkend, oder? Ja, es sind also alles eben alte Evil Ed-Leser und Mitarbeiter, ne? Die wir dann zum Wochenende hin, immer wenn wir unsere Redaktionssitzungen hatten, unsere sogenannten, das heißt freitagsabends uns getroffen haben, Spieleabend gemacht haben, Filme geguckt haben und getrunken haben, haben wir dann direkt die Leute samstags morgens oder sonntags morgens direkt hinten nach Mönchengladbach verfrachtet und gedreht. Wie viel habt ihr dafür dann Ja, ungefähr das, gezahlt? ich sag mal, vielleicht 20 Euro. Okay. Umgerechnet. Ja, Wow. für mal, sag ich mal, Pommes holen oder so, damit die Leute was zu essen hatten. Aber ansonsten ja gut, Benzinkosten und sowas, aber das zählt man ja eigentlich nicht. Ne, nee, wir hatten eigentlich keine Investition gemacht. Das war ein richtiger, absoluter No-Budget-Film. Wir haben mit Zander, glaube ich, damals ein recht gutes Ding hingelegt. Schade, dass es nicht so bekannt geworden ist, wie es eigentlich sollte.
Aber wir haben uns ja auch ein bisschen davon abgehoben, von dem, was damals so üblich war, ne? Das ist richtig, ja. Mal abgesehen davon, dass es damals so ein Independent-Filmschaffen ja sowieso nicht in dem Ausmaß gab. Es ging aber gerade zu der Zeit los, ne? Da die Videokameras erschwinglich wurden, ne? Aber es waren trotzdem sehr wenige, die dann tatsächlich ganze Filme, also komplette Spielfilme daraus gemacht haben. Ja, ne, stattdessen, also ein paar, die halt gestartet haben zu der Zeit, die machen ja heute noch. Ja, also ich sage jetzt mal ein gutes Beispiel, Jörg Butgerei mit seinem Nekromantik, den er allerdings auf Super 8 geschossen hat. Beeindruckend, was er da gemacht hat mit Super 8, Ja, ne? also dafür ja. Ich meine, ich mag den Film immer noch nicht besonders, auch wenn ich bei der Weltpremiere war. Ich bin auch kein Fan. ne, aber man muss sagen, für das, weil er hatte ja auch kein Budget, er hat ja auch mit Freunden zusammen das Ding gedreht. Für das, was er da gemacht hat, das ist ein Meisterwerk eigentlich, für das Wenige. Wir hatten zu der Zeit auch Leute Hat's. wie Andreas Schnaas, Olaf Üttenbach. Ja. Wobei Ittenbach noch positiv zu bemerken ist, ne? Der hat ja zumindest teilweise mal Talent, ne? Der hat für Effekte und unfassbares Ja, Talent sogar das stimmt, die gehabt. Effekte sind sehr gut Hätte für sich auch ihn. weiter die, ja, da hätte er sich mal weiter drauf konzentrieren sollen, finde ich Ja, immer. wobei Ne, er hat ja so. bei einigen Filmen nur die Effekte gemacht, unter anderem bei Schnaas-Filmen. Ja, er hat auch es. Das ist ja der große, das ist ja der große Durchbruch. Ja, und Ich bei wollte gerade sagen, Wolle hat Blood er auch Rain. Effekte gemacht, ne? Ja, stimmt, Blood Rain hat er auch Ja. gemacht, genau. Aber da ist von den Effekten ja nichts übrig geblieben in der Fassung nachher. Aber Nein, Andreas aber. Schnaas ist schon ein Thema, sollten wir auch ruhig mal ansprechen, weil wir werden in der nächsten Folge wahrscheinlich auch mal auf Violent Shit The Remake eingehen. Also Violent Shit war ja wohl der erste, sage ich mal, von diesen deutschen Amateur-Splatter-Filmen, die mittlerweile ja berühmt sind oder berüchtigt sind. Ne? Wer hat den eigentlich gesehen? Ich habe ihn Du hast den gesehen. gesehen. Das war Ja, hart. und war schön, ne? Eine unfassbare Ja, Handlung. es geht ja um Ne? Karl the Butcher. Das habe ich jetzt festgestellt, Ja. nachdem ich das Remake gesehen Interessanterweise sagen sie, glaube ich, in dem Original mal Karl the Butcher. Es habe. heißt Ja, auch gut. Butcher. Gut, so schlag mich. Worum geht's denn eigentlich in Bayern und Shit? Hat das irgendjemand mitgekriegt? Krankenscheiß. Karl the Butcher geht los und schlitzt Leute auf, die immer für eine Szene auftauchen. Ja, genau. Nämlich die, in der sie Ja, sterben. genau. So, das zieht sich auch durch den Man muss zweiten sagen, Teil. Freitag der 13. Teil 6 hat das jetzt nicht ganz anders gemacht, ja? Aber auf eine humorvolle Art und Ja, und Weise. die hatten teilweise auch was Ähnliches wie Handlungen, glaubhafte Charaktere und Dialoge dabei, ne? Jetzt lehnen wir uns aber Naja. schon recht weit aus dem Fenster. Ja, was den ersten Violent Shit betrifft, da gab es eigentlich gar keine Handlung so richtig, oder? Es gab ein Kind, das in Zeitlupe spielt, irgendwie gefühlte 10 Minuten. Ja. Das dann irgendwie umgebracht wird, glaube ich, habe ich dunkel in Erinnerung. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich habe den damals gesehen Und und dann. das große Problem bei dem Film ist einfach, dass da also weder vor noch hinter der Kamera irgendwo irgendetwas an Talent erkennbar ist, meiner Meinung nach. Das sehe ich ähnlich. Auch wenn viele Leute den dritten ja ganz toll finden. Der dritte ist unfreiwillig herrlich komisch, ja. Aber einige mögen den wirklich als guten Film, habe ich Leute schon erlebt, wo ich mich immer frage, so echt? Du kennst aber auch seltsame Leute. Ja, schlimm, schlimm ist das. Wann kamen die ersten Andreas Bethmann-Streifen? Die waren dann irgendwann so Mitte der 90er, oder? Ja, das ging ja schon ein bisschen früher mit seinem Weststeed-Massaker. Ich glaube, was Weststeed-Massaker waren so die Den kenne ich ersten, ne? gar Das war nicht. auch so, das war so Wein und Ach Shit-mäßig. so, also auch so. Da spielt er auch irgendwie den Killer, der aus der Ecke sprang für Leute, die irgendwie für eine Szene auftaucht. Und dann kam er nachher seinen Totenhügel und der ganze Kram. Wann Und war dann hat denn er das? angefangen, irgendwie Titten reinzubringen. Dann war es interessanter, ne? Ja, nachher wurde es dann Ja. Pornos. Irgendwie, dann kam nachher ja die Vegetarierin zur Fleischeslust Naja. gezwungen. Oh mein Gott. Ich werde nie vergessen, wie ich auf der Filmbörse ging und dann kam irgendwie der neue Bethmann-Film und das war, glaube ich, auch irgendwie, das war Knastjulen. Knastjulen, auch ein toller Titel. Und dann gab es die Sammlerbox und die war so ungefähr, ich weiß nicht, ich glaube 1 Meter hoch. So die DVD-Box mit T-Shirt und Poster drin und so und alle, oh, der neue Bethmann. Und er war am Signieren und mit seinen Pornomiezen saß er da. Also, oh weia, wer kauft sich das? Den finde ich schon wirklich ziemlich einen Bodensatz. Ja, was ist mit der deutschen Amateurfilmszene los? Warum passiert da nichts Vernünftiges? Oder übersehen wir das? Das übersehen wir. Das, glaube ich, liegt ganz doll daran, dass zu der Zeit, als diese Filme rauskamen, die Zensur in Deutschland exorbitant im Bereich Horror war. Und so sind die ganzen Fans eben in die Richtung Naja, die wurden tendiert. damit legendär, dass sie eben so krass und hart wurden. Also,
Es gibt schon sehr viele Sachen, die independent passieren und die auch sehr spannend sind, aber sie haben halt auch immer das Problem, dass man sie kaum wahrnimmt. Also man muss ja erstmal irgendwie darauf kommen, dass es diese Dinger gibt. Das sind manchmal Sachen, die halt wirklich ganz, ganz unterm Radar entstanden sind und auch oft von Leuten, die ja gar nicht so beständig machen. Also was Schnaas und Ittenbach und so weiter auszeichnet, ist ja auch so eine gewisse Hartnäckigkeit. Ja, muss man ihnen ja lassen, dass sie immer weitermachen. Während sehr viele Leute, die auch interessante Independent-Filme gemacht haben, danach aufhören müssen, weil sie zum Beispiel nicht davon leben können oder die Lebensumstände ändern sich halt so weit, dass du das einfach nicht mehr packst, solche Dinge auf die Beine zu stellen, und man wendet sich dann halt anderen Sachen zu. Ja, und das ist ja auch erheblich aufwendiger, sag ich mal, ein Film mit einem vernünftigen Drehbuch und vernünftiger Kamera und vielleicht auch vernünftigen Schauspielern hinzuzaubern, als mit drei Leuten in den Wald zu gehen und ein bisschen Filmblut mitzunehmen. Ja. Hey, jetzt haben wir Raw Footage. Aber auch sowas kann man einfach nicht unendlich lang machen. Also, mein Gott, man wird älter, man hat dann irgendwann ja auch Verpflichtungen, finanzielle Verpflichtungen und Familie und was weiß ich nicht alles. Die Zeit wird halt weniger. Diese Selbstausbeutung, die man ja letzten Endes machen muss, um solche No- und Low-Budget-Projekte zu machen, die Zeit, die man rein investiert und das ganze Geld, was man selber rein investiert und so. Irgendwann geht das einfach nicht mehr. Und diese Splatter-Sachen, die verkaufen sich halt auch, ne? Füllen eine Marktlücke, und deswegen nimmst du die halt wahr. Deswegen können die das halt auch weitermachen. Das sind halt die paar, die aus diesem System quasi das Beste sozusagen gemacht haben. Vielleicht sollten wir das auch machen. Aber sind. Nee, bitte nicht. Ich habe immer geschworen, das nicht zu machen. Ich war mal im Gespräch mit einem Produzenten, der auch so ein Hardcore-Splatter-Dings machen wollte. Wie war das? Fünf Frauen gehen in den Wald und eine halbe kehrt zurück. Das Hey! war, glaube ich, der Pitch. Den fand ich irgendwie noch ganz originell. Klingt spannend. Da ist dann auch nichts draus geworden. Da habe ich dann auch so überlegt, quasi, will ich das machen? Weil ich mir so dachte, naja, ich hatte auch gesehen, der hat ein paar von diesen Dingern dann auch schon irgendwie auf die Beine gestellt. Dachte mir dann, naja, gut, also der bringt die ja weiter. Der bringt die irgendwie auf DVD raus und so. Also, da ist ein Markt für da und so. Dachte mir, ja, mein Gott, also theoretisch drehen kann ich alles. Ja. Aber will ich? Das ist dann auch so eine Frage. Wie viel Energie will ich reinstecken in so ein Teil? Ja, und willst du deinen Namen dann irgendwann in Verbindung wissen mit sowas, ne? Die Frage ist dann musst du nachher immer sowas drehen, weil die Leute das von Ja. dir erwarten. Wobei ich glaube, dass das mittlerweile tatsächlich nicht mehr so arg ist wie früher noch. Also wir wissen es ja auch von vielen von unseren, sag ich mal, Horrorlieblingen, so wie Carpenter oder Romero oder Wes Craven, die ja immer Horror machen mussten fast, obwohl sie theoretisch auch gern andere Sachen machen wollten, was sie aber ja nur sehr selten tatsächlich durchsetzen konnten. Ich glaube, heutzutage ist das gar nicht mehr so arg, dass man, weil einfach Horror sehr viel mehr Mainstream geworden ist, siehst du immer öfter, dass Ja. Leute, die mit irgendeinem kleinen Film ordentlich was reißen, dann plötzlich sehr viel Möglichkeiten haben, die auch gar nicht mal so genrefixiert sind. Das denke ich auch. Mittlerweile ist die Zensur in Deutschland ja auch nicht mehr so, wie Ja, sie damals das stimmt war. allerdings, ja. Ne? Als es so populär war. Heute sind sie ja relativ freizügig, und man sieht, dass ein Deadpool ab 16 ist Ja, und nicht so. nur Deadpool, Opera. Opera ist ab 16. Opera ab Das 16, ja, das ist auch ein und Knaller. generell, also du bist damals mein Hügel der blutigen Augen von Wes Craven, ja, also da musstest du ja irgendwie schon sehr tief tauchen, um an den ranzukommen. Und heute das Remake, was ja noch um einiges blutiger ist, das läuft im Megaplex, ja, und du hockst mit sehr vielen Teenagern da zusammen, die sich das angucken. Ja. Da hat schon eine sehr große Verschiebung stattgefunden. Ja, Horror ist plötzlich salonfähig. Ich glaube, wir können die Diskussion jetzt erstmal, wir müssen sie jetzt erstmal pausieren, weil wir sind auch schon längenmäßig erheblich über allem, was wir geplant haben. Aber das war zu erwarten, wir sind heute zu dritt. Ich hoffe, wir langweilen die Hörer nicht zu sehr. Aber ich sage jetzt schon mal vorab, also wir werden den Christian aus dem hohen Norden wahrscheinlich auch noch öfter mal einladen, oder? Oh, vielen Dank. Er ist Komm herzlich gerne willkommen wieder. bei uns. Ja, ne? Also er passt hier rein. Ich kann ihn in meinem Wohnzimmer tolerieren. Vielleicht nehmen wir uns demnächst wirklich dann mal so zwei oder drei von diesen Splatter-Meisterwerken etwas ernsthafter und tiefer vor und länger vor. Da lädst du dann den Christian Nord wieder ein, und ich gehe dann in Urlaub, bevor wir uns jetzt hier. Nee. Mitgefangen, mitgehangen. Ich sag mal so viel zum Thema deutschen Splatter.
Jetzt spielen wir wieder ein bisschen Musik. Ich würde sagen, wir spielen was aus Zander auf das Risiko hin, dass mir YouTube das dann wieder rausklaut aus der YouTube-Version, weil das eben durch Chris Hulsbeck dann doch etwas abgesicherter ist. Aber ihr könnt es dann im Podcast auf alle Fälle hören, in der normalen Version. Und dann kommen wir zu unserem Lost Movie und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wer den außer mir noch gut findet. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu unserem allerersten Lost Movie. Das ist auch eine Rubrik, die wir einmal monatlich geplant haben und in der wir Filme besprechen, die irgendwo im Zeitalter zwischen der VHS und der DVD verloren gegangen sind. Ich habe heute einen Film mitgebracht, den habe ich auch schon mal bei Pantoffel TV vorstellen wollen. Er nennt sich Bliss, stammt aus dem Jahr 1985, es ist ein australischer Film. Regie hat Ray Lawrence geführt, der hat also im Jahr 1985 den Bliss gemacht, im Jahr 2001 einen Film namens Lantana, im Jahr 2006 einen Film namens Jinder Bean. Das ist alles, was der Mann gemacht hat in den letzten 30 Jahren. Ja, dazwischen hat er Fernsehwerbung gemacht, muss man dazu sagen. Ja, gut, okay. Klar, er war immer im Fernsehen auch beschäftigt, aber ne, filmemäßig hat es wohl nie so richtig gereicht. In der Hauptrolle finden wir Barry Otto, der ein großartiger australischer Schauspieler ist, den ich immer wieder gerne sehe. Lässt sich so optisch ein bisschen vergleichen mit Otto Sanders und auch schauspielerisch, oder? Sehe ich das falsch? Jetzt, wo du sagst, Otto Sander, ja. Ne, so ein bisschen. Oh, Barry Otto ist übrigens der Vater von Miranda Otto, den man zum Beispiel aus Herr der Ringe kennt. Also hat zumindest sein Kind dann noch eine Karriere gemacht. Ja, worum geht's in dem Film? Also wir lernen unseren Hauptcharakter Harry Joy, wie gesagt gespielt von Barry Otto, kennen. In der ersten Einstellung sehen wir ihn mit einem lustigen Hütchen auf dem Kopf an seiner Geburtstagstafel und um ihn herum sitzen seine beiden Kinder, ein Junge von, sag ich mal, 14 Jahren, das Mädel dürfte so um die 18 sein, seine Frau und sein Geschäftspartner. Und ja, dann steht er auf und wir hören eine Erzählerstimme. Dies ist die Geschichte von Harry und dies ist der Moment, in dem er stirbt. Dann geht er raus, fällt zusammen und stirbt. So beginnt der Film. Und dann wacht Harry wieder im Krankenhaus auf und von da an ist die Welt um ihn herum etwas anders. Und er hat langsam das Gefühl, sich in der Hölle zu befinden, weil alles... Ja, es ist geschehen sehr surreale und absonderliche Begebenheiten um ihn herum und in den mit den Charakteren, mit denen er zu tun hat. Und irgendwann beschließt er, sich zum Guten zu wenden, um aus der Hölle herauszukommen. Und das gelingt ihm auch. Und am Schluss stellt sich heraus, dass der ganze Film eine Liebesgeschichte ist. Habe ich das jetzt gut zusammengefasst? Das trifft es. Sag doch mal was zu dem. Schwierig. Ja, hat er dir gefallen? Ziemlich schwierig. Jein. Ich saß hinterher recht ratlos da. Ich weiß nicht, ob er mir wirklich gefallen hat oder ob ich nicht wirklich was damit. Also ich war wirklich ratlos nach diesem Film, ob ich das jetzt richtig gut oder richtig schlecht fand. Ist definitiv kein Film für die breite Masse. Nein, das nicht. Das kann man so definitiv bestätigen. Also visuell ist er doch beeindruckend. Visuell ist er toll. Ist er toll, gerade wenn man denkt, dass er nicht brandneu ist. So allein so der Moment, wenn er stirbt und die Kamera nach oben wegfährt, das ist schon toll wenn gemacht. Sie durch die Regenwolken fährt und so, ne? Also das definitiv, das ist ein toll gemachter Film. Der Humor? Ja, sehr schräg teilweise. Auch wie sich seine Kinder nachher teilweise verhalten, ist sehr... Ui. Wie, du findest das außergewöhnlich, dass der Sohnemann der Schwester Drogen gegen Sex verkauft? Ja. Du findest das aus? Ist das nicht? Ich hoffe, das ist nicht meine Realität. Also, <gut. lacht> In späteren Jahren. Nein, das ist ein interessanter Film, aber
Ich weiß nicht, ob ich ihn noch mal gucken möchte. Ich kann es dir nur empfehlen, wenn beim zweiten Mal wird er besser. Beim zweiten Mal ist man nicht ganz so erschlagen oder. Ja, das ist tatsächlich, man wird, da wird wirklich erschlagen. Er ist ja auch mit seinen, also 110 Minuten sind das knapp. Mhm. Ist er ja recht lang. Und dadurch, dass er auch verschiedene Ebenen hat, ne? Ist nicht nur Comedy, er ist nicht nur surrealer Film oder nur ein fantastischer Film. Er ist eben auch ein Märchen, eine Liebesgeschichte, ein Social Drama. Er ist vielleicht ein bisschen zu viel im Endeffekt. Aber an sich eine interessante Filmempfehlung auf jeden Fall. Was sagt die Stimme aus Österreich? Ja, also ich bin mir da klarer als Christian aus dem hohen Norden. Ich freue mich schon sehr darauf, den Film nie wieder sehen zu müssen. Mhm. Ich war mir die ersten 20 Minuten ungefähr, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber da war ich mir auch so ratlos, wie Christian das jetzt beschreibt. Ja. Dachte mir mal, ja, ist offensichtlich einfach nicht für mich, dieser Film. Ich war wirklich auch so ratlos, ich konnte einfach nichts mit anfangen. Und dann hat er angefangen, mich zu ärgern. Und dann hat er mich wirklich immer mehr geärgert. Und Was ärgert dich? Mich ärgert sehr vieles. Ich habe auch dann immer lange rumüberlegt, was genau es ist. Also das erste Mal, wo ich mich wirklich geärgert habe, ist, du hast es schon erwähnt, der Sohnemann, der da quasi Drogen verkauft und die Schwester bläst ihm dann einen dafür. Und du siehst dann in der Szene, der Sohnemann dreht sich dann so halb und dann siehst du, dass er ein Hakenkreuz bindet. Natürlich. Natürlich. Es ist so. Er ist doch in der Hölle. Es ist so aufgesetzte Provokation, so plump und unsubtil. Es ist der Hammer. Also das hat mich schon eigentlich eher traurig gestimmt, als dass es irgendwas sonst gemacht hätte. Und dann ist mir halt klar geworden irgendwann auch, da geht's nicht um irgendwelche tatsächlichen Leute in irgendeiner Form. Also alle diese Figuren sind echt nur wie so Abziehfiguren, wie Ideen, die irgendwie herumlaufen und keinerlei Verbindung zu irgendwas haben, was man ein tatsächliches menschliches Verhalten nennen könnte. Das liegt aber daran, dass er sich auch nicht in der normalen menschlichen Welt mehr befindet. Ja, aber er ist auch kein tatsächlicher Mensch. Er ist überhaupt keine Figur. Er ist nur ein Vakuum, was da durchstolpert. Das sehe ich eh nicht. Also ich wusste nachher nicht, was mir der Film wirklich erzählen wollte. Ja doch, eine wunderschöne Liebesgeschichte. Das sagt er dir auch an. Ja, ja. Das ist ja die Auflösung des Films. Ja, aber für eine Liebesgeschichte bräuchte es auch Figuren. Leute, die da tatsächlich irgendwie Fleisch und Blut haben. Du hast doch Figuren. Du hast zum Beispiel Honey Bee, die Prostituierte, die sich prostituiert, um ihre Familie über die Runden zu bringen und die eine Beziehung zu Honig hat. Das ist keine Figur, was du beschreibst. Das ist einfach nur ein Job und eine Eigenschaft, nämlich eine Eigenschaft, die überhaupt nichts aussagt, nämlich Beziehung zu Honig. Beschreib mal die Hauptfigur. Das ist ein Mann, der Geschichten erzählt. Warum muss mir ein Voice-Over-Mensch erzählen, dass er das gerne tut, anstatt dass ich selber mitkriege, dass der Mann Geschichten erzählt? Antwort, weil er es nicht tut, weil es komplette Behauptung ist, weil das halt einfach keine Figur ist. Fertig. Ich gebe dir mal einen anderen Blickwinkel auf den Film. Seh den mal als einen surrealen Film im Stil von Buñuel. Naja, mir ist ja schon klar, dass da Sachen nicht wirklich sind. Das ist mir ja natürlich durchaus klar. Aber eben, zu welchem Zweck? Du hast diese Sequenz, die Frau ist untreu, ja, und dann hockt sie da bei ihm am Krankenbett und dann fallen ihr unten die Fische unterm Rock hervor. Ja. Ja, also abgesehen davon, dass es eklig ist, die Sequenz. Aber was genau sagt, also was sagt dieser Surrealismus? Die sagt mir einfach nur, das ist Pythonesker Humor. Also ich sehe den Film als sehr Python-orientierten Film über weite Strecken. Der Elefant, der sich auf den kleinen Fiat. So herrlich absurd alles. Also, oder dass er in dem Heim, dass er eingeliefert wird, Gott trifft. Also ist euch gar nicht aufgefallen, dass das Gott ist, mit dem er sich da unterhält. Ja, na eh, aber mein Punkt habe ich schon gemacht. Ich könnte jetzt auch überhaupt nichts weiter zu dem Film groß noch berichten. Das ist bizarr. Ja, bizarr. Bizarr trifft es. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich den so liebe. Wahrscheinlich, weil er so anders ist als alles andere. Man kann ihm zugestehen, dass er versucht, was anderes zu machen. Finde ich ja immer gut, aber... Also, er hat ja in Cannes, wo er das erste Mal lief, sind, glaube ich, von 2000 Leuten 400 gegangen aus dem Kino. Mhm. Und er hat dann trotzdem ja diverse Preise und sowas gewonnen. Ja, das ist natürlich recht merkwürdig, finde, aber das ist schon eine sehr starke Reaktion auf den Film. Ich habe ihn 87 auf dem Festival in Brüssel auf der großen Leinwand gesehen mit 1000 Leuten und die haben den von vorne bis hinten bejubelt. Also das geht auch. Aber gut, das war natürlich auch extrem Horror
Fans, die da drin saßen und den aus einem ganz anderen Blickwinkel gesehen haben wahrscheinlich. Er ist damals in Deutsch auf Video rausgekommen und wir hatten hier in Düsseldorf eine Videothek, die ihn hatte. Es hat schon einen Grund, dass der nicht populär ist. Na gut, aber ich habe zumindest jetzt mal zwei Leute gehabt, die den Film auch mal gesehen haben. Aber ich bin gespannt, was ihr mir demnächst so als Lost Movies präsentiert, durch die ich mich dann durchquälen muss. Ich glaube, jeder hat so in seinem in seiner Schublade irgendwo so einen Film liegen, den er nicht jedem zeigen darf. Noch ein paar Schlussworte zu Bliss. Also es gibt den in zwei verschiedenen Versionen mittlerweile auf Silberling. Einmal die australische DVD-Fassung, die enthält also neben der normalen Kinofassung, die von uns jetzt besprochen wurde, auch noch einen TV-Cut oder einen Director's Cut sozusagen. Der ist dann noch länger, was dem Christian und dem Christian weniger gefallen dürfte. Enthält aber ein paar längere Sequenzen, in denen Barry Otto als Harry Joy dann tatsächlich Geschichten erzählt. Die hat man in der Kinofassung rausgenommen, um die nicht zu lang geraten zu lassen. Und was die TV-Fassung auch hat, der erklärt mir. Ja, aber das ist ja noch länger. Ja. Es ist ja auch nicht das Problem, dass der Film unverständlich wäre oder so. Mir ist ja klar, was ich da sehe. Ich kann also nur empfehlen, die australische DVD zu kaufen. Es gibt auch noch eine UK-Fassung. Das ist eine Einzeldisc. Da ist nur die Kinofassung drauf und gar keine Extras. Bei den Australiern hat man zumindest noch einen Audiokommentar mit Barry Otto und Ray Lawrence. Das ist sehr interessant, auch wenn ihr beiden das nicht wissen wollt. Was hast du gerade gesagt? Ja, genau. Ach ja, lassen wir einen meiner Lieblingsfilme jetzt mal beiseite und spielen ein bisschen Musik und dann kommen wir mal zu den Sachen, die wir so gesehen haben. Heute nicht viel, heute von jedem nur noch einen Tipp. Ja, willkommen in unserem What We Saw-Bereich. Wir haben uns entschlossen, wegen der Lauflänge der Episode jeder jetzt nur einen Film oder eine Serie zu besprechen, die wir gesehen haben in den letzten zwei Wochen. Lasst mich einfach mal anfangen. Ich habe es jetzt geschafft, mittlerweile die ersten 13 Episoden der Supergirl-Serie zu sehen. Ich bin begeistert. Also habt ihr die Serie schon geguckt? Nein, ich wusste nicht mal, dass es sie gibt. Die Serie ist von diesem Sender CW, die auch Arrow machen und The Flash und jetzt eine Legion der Supergegner-Serien am Laufen haben. Die filmen also tatsächlich DC Comics als Serie. Und bei Supergirl schaffen sie es tatsächlich, auch bei aller Modernisierung, die Atmosphäre der 70er-Jahre-Stories drin zu haben. Also so richtig mit grünem und rotem Kryptonit und Bizarro taucht auf und manche der Stories sind wirklich direkt aus den 70er-Jahre-Comics übernommen. Wie es bei CB üblich ist, sind die Helden natürlich alle jung und gut aussehend. Das ist das Zielpublikum dieses Senders. Aber die Effekte sind toll, die Storys sind, wie gesagt, schön palpig und die ganze Atmosphäre ist sehr fröhlich und bunt, im Gegensatz zu Arrow oder The Flash, die doch sehr in den düsteren Bereich gehen. Ich kann es also nur empfehlen, da wirklich mal reinzugucken und ja, ist nicht unbedingt jedermanns Sache, weil jeder, der die 70er-Jahre-Comics aus dem DC-Universum mochte, wird sich direkt in die Serie verlieben. Klingt interessant. Können wir jetzt beide nichts zu sagen. Ja, da haben wir ja nicht gesehen. aber gut, ja, wir sind stolz auf dich. Du hast alle geguckt. Ja, ihr werdet innerhalb der nächsten zwei Wochen natürlich ein oder zwei Episoden bestimmt gucken. Garantiert. Wo gibt's die zu sehen? In Amerika. Also gibt's noch keine, gibt's auch nicht irgendwie, manchmal hat ja Netflix oder Amazon zeitgleich. Ist also noch nicht erhältlich offiziell in Deutschland und hat auch noch keinen Starttermin hier. Ich gehe mal davon aus, dass ProSieben die irgendwann kauft und mit Pornosynchro versehen dann uns präsentiert. Aber das ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Man muss da eben diese Wege gehen, die man geht, wenn man eine TV-Serie relativ schon zügig sehen will. So, die wir jetzt nicht weiterempfehlen, diese Wege. Wer möchte als nächstes? Ich nehme einen etwas trashigeren Film aus dem Jahr 1988. Hm. Den habe ich damals, als ich glaube, da war ich irgendwie so 14, da lief der auf RTL Plus. Wow. Und zwar ist es der Film Bloody Pompoms, blutiges Feriencamp.
heißt im Original Cheerleader Camp. Und ist eine, ja, ist ein ziemlich, eigentlich ziemlich trashiger Slasher-Film, der aber insgeheim ein paar kleine Qualitäten hat. Der Film kam dann auch von New Vision auf Video raus, leider dort gekürzt. Wie alles bei New Vision damals. Ich hatte damals leider meine RTL Plus Aufnahme gelöscht, weil ich dachte, naja, ich hatte damals noch nicht so guten Empfang, den holst du dir aus der Videothek. Ja, das waren das. Und habe ihn tatsächlich mit der Videotheken-Nummer dann auch noch gelöscht. Also das war doppelt ärgerlich, weil während ich ihn gelöscht habe, sah ich dann so, nein, es ist geschnitten. Ich liebe diese Momente. Ja, die sind toll gewesen. Ja. So. Es gibt ihn leider auf Deutschland nicht offiziell auf DVD. Mhm. Es gibt also eine amerikanische DVD als Cheerleader Camp. Es gibt ein deutsches Bootleg, bescheidener Qualität. Sag mal, ich habe da was in Erinnerung. War der Regisseur nicht irgendwas Bekanntes? Der Regisseur war, jetzt muss ich selbst mal nachlesen, ja. John Quinn. Doch. John Quinn hat gedreht, nichts Aufregendes. Also irgendein Name in dem Film muss es gewesen sein, weil wir haben uns den damals aus Holland extra geholt, ich weiß das. Wir sind extra rübergefahren. Durch Cheerleader Camp, Cheerleader Camp und Cheerleader Camp. Ja. Also, die Hauptrolle spielt Betsy Russell, die kennt man ja als Ehefrau von Jigsaw. Genau, die Saw-Tante. Na bitte. Die Saw-Tante. Ja, das war aber nicht der Grund. Nee, damals kannte man sie doch, auch noch nicht. Doch, die war in diesem schönen Teenie-Sex-Streifen Private School drin. Ach, das ist das. Den habe ich nie gesehen. Das war. Zieht sie da blank? Natürlich. Und zwar spielt sie eine, ja, Cheerleaderin, die zu einem Wettbewerb mit ihrem Team fährt, irgendwo im Niemandsland, hat dieses Cheerleader-Camp und sie wollen halt antreten. Ihr Freund, Life Garrett, der viel zu alt ist für die Teenager-Rolle und mit schönen Geheimratsecken als Teenager auftritt, behandelt sie ziemlich mies, geht auch fremd. Und sie hat psychische Störungen, sie nimmt also auch Pillen, hat ständig Albträume. Und irgendwann findet sie eine Leiche in diesem Camp. Ein junges Mädchen aus einer anderen Gruppe, die sich offensichtlich selbst umgebracht hat. Was allerdings von der Campleitung verheimlicht wird, auf eine völlig abstruse Art und Weise. Deswegen nicht gleich alle abreisen. Die wird nachher nämlich in der Kältekammer gehalten. Und nach werden halt die Leute umgebracht in diesem Camp. Zunächst natürlich unbemerkt. Bis kurz vor Schluss dann erst die ersten Leichen auftauchen. Hat ein paar Szenen, die wirklich peinlich sind und die irgendwie eher an schlechte Porkys-Fortsetzungen erinnern, also wo es dann wirklich in, boah, das ist schon fast Eis am Spielniveau. Ui. Und zwar irgendwie Teil 5 oder 6. Er hat eine hervorragende Auflösung, die ich hier nicht spoilern möchte und die dem Film samt der Darsteller des Killers, der oder die Darstellerin, das will ich jetzt nicht spoilern, ist großartig und die Auflösung ist dermaßen böse, dass man diesem Film durchaus eine Chance geben sollte, wenn man ihn mal irgendwo ins Gesicht kriegen kann. Ja, das ist das große Problem. Ich habe gerade auch schon bei Netflix geguckt. Netflix ist auch unter beiden Titeln nicht erreichbar im Moment. Und auch die eine Seite, über die wir nicht reden wollen, hat ihn auch im Moment nicht da. Also. Ja, der ist auch ganz schwer zu bekommen. Aber das ist ein interessanter 80er-Jahres-Slasher. Der hat auch einige, ja, für die Zeit ein paar nette Härten. Also eine Person wird onscreen ausgeweidet. Das hatte mich damals auf RTL Plus doch sehr gewundert, dass man das sah, wie dem plötzlich die Eingeweide aus dem Bauch purzeln. Ja, also wie gesagt, aufgrund des Endes, wenn man den irgendwie zu Gesicht kriegen kann, unbedingt gucken. Ich weiß, wie gesagt, dass wir damals extra nach Holland gefahren sind, weil uns irgendjemand gesagt hat, den müsst ihr sehen, der lohnt sich. Und den haben wir dann also auch kopiert und gehalten. Also irgendwas muss dran gewesen sein. Aber ich habe ihn damals auch wirklich nur einmal gesehen. Und halt in so einem Wochenende, wie man das so kennt, so 10 Filme geliehen und die müssen ja montags auch wieder zurück nach Holland. Naja, das kenne ich. Ja, da hat man da einiges zu tun gehabt damals. Wahrscheinlich war es das Cheerleader-Thema, was euch halt einfach angesprochen hat. Wahrscheinlich. Ja, weil wir gehofft haben, gute Football-Szenen zu sehen. Nein, gar nicht. Nee, es gibt nur Chili, der die irgendwie ihre... Ja gut, ist ja auch ein Trainingscamp. Nee, es ist ein Wettbewerb. So wie Girls United quasi, nur mit Mörder. Girls United mit Slasher-Elementen, genau. Ja, das macht den Film ja noch besser. Das ist das, was ich bei Girls United vermisst habe, Slasher-Element. Christian, hast du noch was auf deiner Liste?
Ja, ich habe auch einen schönen alten Slasher aus den 80ern mir angeschaut. Jetzt zum ersten Mal. Heißt X-Ray. Ihr beide kennt den auch. Ja. Oh ja. Ich habe auch auf Wilsons Dachboden drüber geschrieben. Der ist indiziert in Deutschland. Nee, der ist beschlagnahmt. Der ist ja nicht von ITT und PowerMP rausgekommen. Ja. Eine war beschlagnahmt und eine war nicht. Ja, genau, sowas war das damals. Also es ist nicht ganz einsichtig, warum. Also die Handlung in ganz kurz, eine Frau checkt im Krankenhaus ein und muss sich dann schwer bemühen, wieder rauszukommen. Da treibt sich ein wahnsinniger Irrer rum. In den 80ern trieben sich ja überall so wahnsinnige Irre rum, die vor allen Dingen so immer zu Feiertagen zugeschlagen haben. Ja, bei X-Ray Richtig. ist es der Valentinstag. Das mag man dem Mann ja auch gar nicht verdenken, dass da irgendwie dieser Tag irgendwie so Wallungen in ihm hervorruft. Also der Typ ist ja dann auch hinter unserer Hauptfigur her, die übrigens von Playmate Barbie Benton gespielt wird. Die war, glaube ich, 8 Jahre lang die Freundin von Hugh Hefner. Wieso war die eigentlich Playmate? Man sieht das gar nicht. Die hat die komischsten Brustwarzen, die ich jemals gesehen habe. Ja, und der hat auch generell sehr komische Brüste. Ja. Die waren sicherlich teuer, aber nicht unbedingt schön. Naja, jedenfalls der Mann ist ein sehr gründlicher Natur und macht sich eben nicht nur an sie heran, sondern er erledigt das komplette Personal des Krankenhauses gleich nebenbei. Kann ich verstehen. Naja, ne, also, ne? mein Gott, als Mediziner muss man ja eine gewisse Gründlichkeit an den Tag legen. Ja, er geht ja auch irgendwie blutig zur Sache, ne? Also ich fand den damals recht derb Ja, eigentlich. der geht schon ganz gut drauf. Also der Killer ist extrem eifrig, was den Missbrauch von Werkzeug angeht. Das Coole, also der Film ist von Boaz Davidson gemacht. Das ist der Eis am Stiel früher gemacht hat. Und Wo wir wieder da bei Golden Globus sind. Canon, Eis am Stiel, also wir bleiben bei den Golan Globus-Sachen, ne? und also das war sein erster Horrorfilm. Und er macht das wirklich mit so viel Begeisterung, also immer wenn irgendwas Gruseliges passiert, er hat einfach permanent solche roten Heringe sozusagen. Also das, was irgendwie unheimlich wirkt, wo du glaubst, jetzt passiert irgendwas und dann ist es halt doch nur eine Schaufensterpuppe oder so. Und das hat er einfach permanent und dazu einen enervierenden Soundtrack, der also, wenn sich die Zwölftonkomponisten zum Stammtisch treffen, glaube ich, dann klingt das im Vergleich wie die Chors. Hier wird also gekratzt und gefiedelt und ein Chor brüllt immer irgendwas. Ich glaube, es soll It's Evil heißen, was die schreien. Das wäre natürlich eine schöne Warnung, ja. Leider hört es niemand im Film. Das macht also schon irgendwie recht Laune, mit wie viel Energie sich der Film da dran wirft. Und er hat dann aber auch diesen schönen Effekt, dass er mitunter sehr bizarr ist. Also, das ist das merkwürdigste Krankenhaus, was ich je gesehen habe. Es ist eigentlich irgendwie eher wie so eine Nervenheilanstalt, als da wirklich sehr viele merkwürdige Gestalten herumlaufen. So drei alte Damen, die da immer so herumschnattern und so aus dem Nichts auftauchen und da rennen Leute mit Gasmaske rum und irgend so ein betrunkener, so etwas, naja, schmieriger Kerl stolpert da die ganze Zeit durch. Also man ist sich echt nicht ganz sicher und die behalten dann sie auch wirklich gleich da. Also wie man das ja im Krankenhaus eigentlich überhaupt nicht machen kann, aber so wirklich mit Festhalten und Anschnallen und solchen Sachen. Weil sie halt sagen, ja, sie hat eine Krankheit. Ja, ich muss auch sagen, ich habe also auch als spaßigen Film in Erinnerung. Also das, ich wollte den auch schon länger mal wieder gucken. Problem ist natürlich, er ist legal wahrscheinlich in Deutschland immer noch nicht zu kriegen, ne? Naja, ist in Österreich in einem schönen Mediabook von NSM erhältlich, denn das habe ich. Und in England ist er auch auf Blu-ray erschienen, ungeschnitten. Da ist sogar, glaube ich, ein bisschen mehr drauf, so also ein paar Interviews und so an Bonusmaterial. Also da würde mich ja zum Beispiel mal ein Director's Commentary interessieren. Ja, den gibt's leider nicht. Es gibt auf der Blu-ray ist dann so ein kurzes Interview mit Boaz Davidson. Das ist ganz nett, aber er ist jetzt nicht wahnsinnig erhellend. Das Coolste ist, er erzählt, wie er nach Fertigstellung des Films den englischen Distributor in Cannes getroffen hat. Und weil er ja eben vorher diese ganzen Komödien gemacht hat, hat dieser Distributor dann halt gesagt, ja, er hat gerade X-Ray gesehen und you did it again, it is so funny. Okay. Das hat den guten Boaz Davidson dann doch ein bisschen verwirrt. Oh. Das glaube ich. Gut, ich glaube, damit haben wir so ziemlich den Schluss erreicht. Ich hoffe mal, dass es all unseren Hörern gefallen hat, auch wenn es heute mal wieder etwas länger wurde.
Als Hinweis möchte ich doch ganz gerne noch geben, wer mit uns in Kontakt treten möchte, soll also erstmal im Internet auf die Seite www.evil-ed.de gehen oder kann mich auch persönlich anschreiben als thedia@evil-ed.de. Denn Christian erreicht ihr am besten unter christian@evil-ed.de oder auf meinem Blog www.wilsonsdachboden.de. Und den Christian Nord erreicht man? Unter cjures@gmx.de. CJURS. Ansonsten findet ihr uns natürlich auch auf Facebook. Wie gesagt, wir hoffen, es hat euch gefallen, ein bisschen Spaß gemacht und wir haben euch irgendeinen Tag in den nächsten 2 Wochen versüßt mit unseren Stimmen. Beim nächsten Mal werden der Christian und ich hier wieder alleine sitzen, leider. Oh. Da werden wir uns über Kannibalenwestern unterhalten. Wir haben ausgesucht Bone Tomahawk, Revenants und Cannibal the Musical. Wer also mitreden möchte, kann die Filme sich vorab angucken und uns vielleicht auch schon mal ein bisschen was seine Meinung schreiben. Wäre ganz nett. Über Reviews und sowas freuen wir uns natürlich absolut. Dann bleibt mir nur übrig, uns von unserem lieben Gast, dem Christian, zu verabschieden. Wie hat's dir denn gefallen? Hat Spaß gemacht. Also ich bin gern wieder Gast. Das glaube ich, werden wir auch schon irgendwie organisiert kriegen. Wir schicken dir das Antragsformular, was du ausfüllen kannst und einreichen kannst. Die 25 Seiten. Ja, natürlich. Mit Statement, warum du gerne Gast sein willst und was du dafür bezahlst. Welche Werbemaßnahmen du machen wirst, um unseren Podcast in die große Welt hinaus zu posaunen. Du weißt natürlich auch sicher, dass du jetzt, sobald dieser Podcast released wird, deine Timeline bei Facebook damit zuposten musst für 3 bis 4 Tage. Ich habe meine Seele quasi verkauft. Alles du bist jetzt ein Evil Eddie, es bleibt dir nichts anderes übrig, du gehörst dazu. Dann wünsche ich all unseren Hörern erstmal aus Düsseldorf einen schönen Tag und schöne 2 Wochen ohne uns. Ich freue mich, da gewesen zu sein und sag dann mal Tschüss, bis ich das nächste Mal da sein darf. Und ich grüße aus Salzburg, Christian. Vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen und Mitdebattieren dir. Schönen Tag und liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Was wir beide eben im Chat besprochen haben, wir machen das. Ich gebe dir den Einsatz und wir beide gehen da parallel rein. Ne? Okay. Ja? Wir versuchen das. Jetzt steht Christian Süd da. Ja, muss er auch. Kann Christian Nord die Story vom Film zusammenfassen? Kann ich dir das rübergeben? Jetzt will die Musik. Ja, so als nur die, so die Story kurz zusammenfassen. Ist ja nicht, das war viel Story zusammenzufassen.